Guten Abend, meine Damen und Herren. Dinge. Könntest du, bitte? Heute geht's weiter mit. Mit Assassin's Creed. Ich hoffe, wir finden heute wieder ein paar Steinhaufen. Als erstes Wilhelm von Monteferrate im Arkon. Gucken wir mal, was uns da erwartet. Ach nein, wir fortsetzen. Dankeschön. Wenn Ihnen die Messer ausgehen, füllen Sie Ihren Vorrat. Ja, mit was schön. Wir haben den Typen ja letztes Mal erledigt. Ich weiß gar nicht mehr, was wir bekommen haben. Irgendwas haben wir bekommen, ich weiß bloß nicht mehr was. Und wir suchen immer noch tausende von Flaggen. Oh, wir haben wieder ein Training. Er wird uns gleich sagen, was wir bekommen haben. Altair, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Gerne. Drücken Sie und halten Sie den Rücken, um den Angriff auszuweichen. Diese können Sie im normalen folgen lassen. Okay. Recht. Aha. Da kommt was an. Das Werk eines Meisters. Also sozusagen eine andere Art des Konterattacks. Der Konterattack. Nein. Ich glaube, wir müssen jedes Mal dreimal bestehen. Und dann so. Meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Nein. Das reicht. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Sind wir. Ausgang. Ausgang. Da. Es braucht Zeit, eine neue Klinge zu ziehen. Stellt sicher, dass euer erster Angriff. Wir müssen nach Arkon. Benutzen Sie die geretteten Gelehrten, um unbemerkt in bewachte Bereiche zu kommen. Das haben wir schon rausgefunden. Danke für den Tipp jetzt. Ein bisschen spät. Das war jetzt, da hätte ich auch ins Büro passen können. Ja. Jetzt muss ich wieder abpassen. Und lauf mit denen rein. Bei Fahnen gibt es da glaube ich nicht. Und ich weiß immer nicht, warum ich diese dickeren, nein, korpulenteren markieren kann als Ziel. Weil die machen ja alle nichts. Kurz die Maus vom Ladekabel getrennt, Entschuldigung. Aber hier sollten wir schon mal laufen, weil ich möchte gucken. Ich sollte euch auf der Stelle ein Stückchen Geld. Ein paar Münzen. Es gibt ja noch Fahnen, die wir suchen. Hört nicht auf ihr! Schert euch von! Ich bin ja schon weg. Da ist noch einer. Aus dem Heiden! Damit kommt ihr nicht davon! Ihr könnt euch nicht von mir verstecken! Da, ja, komm da ist er! Ihr könnt mir nicht entkommen! Wir müssen zum Büro und dann kommen wir ins Nobelviertel. Aha. Bin auch mal gespannt. Bäh.
wird sich noch verletzen. Und wenn das passiert, werde ich nicht helfen. Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch doch nur, mein Vater, eine Münze. Was ist euer Befehl? Bauer. Ist ja gut, ich gehe ja schon. Wie verdammter Narr. Wovor flüchtet ihr nur? Ich flüchte nicht, ich hab's eilig. Platz da. Hallo, wer? Rennt. Oh nö. Euch holt mir. Ganz nicht los. Haltet ihn und rennt weg. Was denkt sich dieser Mann nur? Nichts. Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. Wie ein Knabe? Weil Knaben das regelmäßig machen, oder? Ui. Könnte, danke. So, Auftrag abholen. Rafik. Die Kunde eurer Taten verbreitet sich schnell. Anscheinend seid ihr aufrichtig bemüht, euch reinzuwaschen. Ich tue, was ich kann. Und manches Mal gelingt es euch. Mich dünkt, es ist euer Auftrag, der uns zusammenführt. Ja. Wilhelm von Montferrat heißt das Ziel. Was könnt ihr mir über den Mann sagen? Wilhelm wurde zum Regenten ernannt, solange der König seinen Krieg führt. Dies gilt vielen als wunderlich, bedenkt man den Zwist zwischen Richard und Wilhelms Sohn Konrad. Ich dagegen halte es für sehr weise. Weise? Weshalb? Richard und Konrad sind in vielerlei Dingen nicht eins. Obwohl sie sich zivilisiert benehmen, heißt es, dass sie einander nicht wohlgesonnen sind. Und dann gibt es da noch die Geschichte mit den gefangenen Sarazenen aus Akkord. So ist Konrad nach Tyros zurückgekehrt und Richard hat Wilhelm genötigt, hier als sein Gast zu verweilen. Ihr meint als Geisel. Wie ihr es auch nennt. Seine Anwesenheit sollte helfen, Konrad im Zaum zu halten. Ich habe mich nie für Politik interessiert. Aber ihr seid euch bewusst, dass eure Taten die Zukunft des Landes beeinflussen. Auch ihr seid ein Politiker. Auf eure Weise. Wie ihr es sagt. Wo also schlagt ihr vor, soll ich mit der Suche beginnen? In Richards Zitadelle, südwestlich. Oder eher auf dem Markt davor. In dieser Richtung liegt auch die Heiligkreuzkathedrale. Ein belebter Ort mit sehr vielen redseligen Bürgern. Als letztes versucht es im Westen, wo der Ketten- und der Hospitaliterbezirk aufeinandertreffen. Dort solltet ihr fündig werden. Wohlan, dann werde ich euch nicht weiter stören. Ihr stört ganz und gar nicht. Okay, das Übliche. Lass mich kurz was gucken. Ich nehme an, das ist dieser Kirchturm da, wo auch schon wieder so ein Depp steht. Warum muss er so hetzen? Weil ich es eilig habe. Kann nicht vorstellen, dass die alle so entspannt waren. Hallo. Ich wollte bloß kurz Hallo sagen. Entschuldigung. Immer weg, Vogel. Mein Platz. Hinten ist
eine Fahne, die ich sehe, aber kommen wir erstmal noch hin, weil das ist noch ein gesperrter Bereich. Können wir was einstellen. Einmal mit Profis. Da. Und. Hallo! Keine Steine. Sehr schön. Hier rennen. Warum, wenn ich im Nobelviertel bin, warum rennen hier frei psychisch Kranke rum? Also ich fände es schön, wenn das in echt auch so wäre, aber in echt sind doch. Meine Höre auf du, du könntest mir entfliehen! Autsch! Vergessen wir das finden. Nein, 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 ich konnte doch irgendwie. Da ist nebendran eine Leiter, aber ich nehme mal die Wand, die geht schneller. Wie gesagt, Wand geht schneller. Nichts aufgedeckt außer den. Okay. Gehen wir mal hier so die einzelnen lang. Wir müssen hier lang. Verdammt, wo bist du nur? Ich weiß, dass du hier bist. Ja, schön für dich da unten. Er hat mich als Erstes angegriffen, das war reine Selbstverteidigung. Technisch? Ach da. Ja genau, spring unter dem Balken durch. Das ist aber nicht eine Zitadelle, oder? Das ist nicht von der, wo er geredet hat. Das ist ja ein Zitadellchen. Selbst das Chen ist schon übertrieben. Egal. Wir haben hier eine Bürgerrettung, die machen wir natürlich als Erstes. Ich guck gerade bloß, ob ich irgendwo eine Fahne sehe. Ich bin arm, Dieb. Krank und hungrig. Das wird dich lehren zu stehlen. Aus dem. Ach schön. Heide. Ah, natürlich kommen wir gleich wieder neu. Buchleck Lua auf die Stinge! Ah. Was einfach schneiden. Wieso steht der wieder auf? Ich gesagt, liegen bleiben. Getötet habe. Herr, erwarme dich um. Okay. Was ist hier geschehen? Bin ich da. Halt mich da lang. Wer hat das getan? Zeigt euch! Ich nicht. War's nicht.
Müssen jetzt schon da rein? Machen wir den Aussichtspunkt. Nein. Warum würde jemand so etwas tun? Weil ich es kann, gnädige Frau. Weil ich es kann. Heide! Jetzt wirst du sterben! Wieso springst du? Der so ein bisschen Ruhe da oben sorgen. Sieht aus, als wäre es da. Ist da auch ein Fähnchen? Nein, natürlich ist da kein Fähnchen. Aber wie komme ich jetzt schon in die Zitadelle rein? Da sind ja nirgends Mönche. Soll ich da jetzt reinschleichen? Das hier waren ja bloß genau Partisanen, die bringen mir da nichts. Dann machen wir das mal hier los. Gott. Die Patrouille. Ich tipp mal, die lassen mich nicht einfach. Hallo? Doch, was steht ihr hier herum? Geht. Geh ja schon. Was in Gottes Namen wollt ihr von mir? Nix. Wer hat gesehen, was hier passiert ist? Verdammt! Wo ist der Heide, der dafür verantwortlich ist? Hier oben. Soll ich hier bestehlen? Was ist dieser armen Seele widerfahren? Ich hab sie getötet. Was ist denn davon? Nein. Nein. Wie? Wer hat diese Person umgebracht? Läufst du? Was ist hier passiert? Qu'est-ce que tu veux? Ich bin ja schon weg, ja, die gucken mich alle an, das ist ja. Man lässt euch kommen und gehen, wie es euch beliebt. Ich dachte, niemand hätte Zugang zur Festung. Für wahr, aber Wilhelm will die Instandsetzung so bald als möglich beendet sehen, was uns als Vorteil dient. Eine ideale Deckung. Sehr gerissen. Jedenfalls ist mein Bericht fertig, ich sollte ihn abliefern. Endlich entwickelt sich die Lage zu unseren Gunsten und nicht von ungefähr. Nun, die Bibel sagt schließlich, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Nein, das stimmt nicht. Das stammt aus Aesops Fabel. Die Bibel sagt in der Tat meist das Gegenteil. Vieles dreht sich darum, Geduld zu haben und abzuwarten, bis der Herr sich entscheidet, ob er zu helfen wünscht. Egal, ich sage, wir haben lange genug gewartet. Dem werde ich nicht widersprechen. Also gut, ich bin weg. Das ist schön. Ich stehe auf der falschen Seite. Der kommt euch jetzt hier direkt bei mir vorbei. Belästigt jemand anderen. Tu n'as rien à faire ici. Dis-moi le camp. Gut.
Glück gehabt. Jetzt soll es hier wieder rauskommen, ohne die Wachen zu haben. Das ist denen nicht auffällig. Das ist ein bisschen albern. Ich meine, die machen zwei Menschen in den Innenhof und. Dieser Mann nur komisch. Nichts. Wovor flüchtet er? Ja, geradeaus. Das passt sogar. Aber ich sehe keine Fahnen. Das frustriert gerade ein bisschen, wenn ich dran denke, dass ich den 100% dran machen will. Hätte ich jetzt schon gern ab und zu mal so ein Fähnchen. Einfach kann man sagen, ich habe eins. Okay, das ist die große Kirche. Oh, eine Fahne. Das sind ja neue. Eins von 34 Templern. Och nö, das sind ja nochmal welche. Als wenn die 4000 Stück, die ich schon suche, nicht genug wären. Egal. Da. Wilhelm von Montferrat hat eine Vision. Er sah einen Weg, unser Leid zu beenden. Ihm sollten wir folgen. Er wird uns zum Sieg führen. Wir sind zu barmherzig mit unseren Feinden. Mit einem Arm bekämpfen wir sie, aber der andere versucht sie zu umarmen. Was kann Gutes dabei herauskommen, wenn unser König nicht weiß, was er will? Aber Wilhelm weiß es. Wenn ihr ihm nur zuhören würdet. Warum regiert euch nicht um und Wilhelm von Montferrat hat eine Vision. Er sah einen Weg, unser Leid zu beenden. Was in Gottes Namen wollt ihr von mir? Nein, ich wollte da lang springen. Sonst nichts. Und was bleibt uns? Gräber und Witwen und verwaiste Söhne. König Richard versprach uns ein besseres Morgen, blühende Landschaften und einen neuen Anfang. Aber er brachte uns den Tod. Geht nun oder ich zwinge euch. Hier sieht aus, als wäre ich hier hochkäme. Guten Abend, Sporthissel. Ihr dürft nicht hier sein. Geht. Na, ist. Und wie geht es dir, Spartaner? Gut ins Wochenende gekommen. Den Tag voll ist gut rumgebracht. Willst du mich jetzt verarschen? Och nö. Wie soll ich da jetzt hoch? Ohne unsere Hilfe können Richard und seine Mannen das heilige Land nicht befreien. Das muss doch hier irgendwie sein. Nein. Okay, jetzt bin ich schon mal ein Stückchen weiter. Okay, hier springe ich einfach. Schlange wird ja mal, wenn ich erreichen will. König Richard versprach uns ein besseres. Da springe ich einfach mal daneben. Jo, war ein kurzer Tag, von daher ging es. Wie merkwürdig. Aber irgendwie muss ich doch hier. Ich hab mir erlaubt heute schon um 12 Feierabend zu machen. Wilhelm von Montferrat hat eine Vision. Er sah einen Weg, unser Leid zu beenden. Kann ja wahr sein. Er wird uns zum Sieg führen. Bin ich blind? Der Bub klettert doch sonst überall hoch. Scheinbar auch nicht. Bleibt stark in eurem Glauben. Möge der Weg auch steinig und der Prüfungen viele sein. Wisse, dass Gott über euch wacht. Deine Hand wird unsere tapferen Recken zum Sieg führen. Wunderschönen guten Abend, Mary. Mit der Hausarbeit fertig. Schande über Saladin. Schande über sein ich will da hoch. Um die Botschaft unseres Herrn zu verbreiten. Doch, sie wendeten sich ab. Fallen lassen, habe ich gesagt. Ihn als ihren Erlöser zu erkennen. Diese Männer führen das Böse in ihren Herzen. Und so steht Richard, unser König und Retter.
gegen unsere Feinde auf! Und ich sehe noch nur keinen guten Weg nach oben. Die Säulen. Ja, die Säule habe ich. Da bin ich. Da fehlt ein Stück. Da bin ich nicht hochgekommen. Da habe ich ja auch als erstes geschaut. Ohne unsere Hilfe können Richard und seine Mannen das Heilige Land nicht befreien. Wir müssen alles tun, um sie zu unterstützen. Komisch, ja, sehr komisch. Ich weiß, Spartissel, welche Säulen du meinst. Und was bleibt uns? Gräber und Witwen und verwaiste Söhne. König Richard versprach uns ein besseres Wort. Blühende Landschaften und werden von uns ausgemerkt. Wir warten. Warum würde jemand so etwas tun? Du meinst die Säulen hier, oder? Aber du siehst ja, da ist nichts mehr. Da komme ich nicht weiter, da macht er nichts. Moment. Jetzt. Ja. Bin heute noch ein bisschen blind. Kommt nicht näher. Kommt sie beim Bogen? So. Welche so? Guten Abend, Ben. Haben wir die hier zur Sicherheit auch mal schnell weg? So. Jetzt haben wir ein bisschen aufgeräumt. Jetzt kommen wir hier von. Da ist eine Leiter. Die Schatztruhen. Ne, die Schatztruhen kommen ja erst später. Ich muss ja noch hier irgendwie hoch. Ah, das Gitter kann ich hochklettern, okay. Auch an dich wenn die Frage, wie bist du ins Wochenende gekommen, den Tag vor uns gut rumgebracht? Ganz vorsichtig! Wenn sie einen starken Angriff kontern, ist ihr Gegner. Spartissel Fehl AS. Ich bin viel zu schon wieder. Oh. An jeder anderen Stelle. Hier, ich kann hier nicht runter. Der will hier nicht runter. An jeder anderen Stelle sagt er nö. Und da oben. Hab's heilig. Ich hab's Mikro jetzt mal ein bisschen zu mir hergeholt. Aus meinen Augen. Warum tut er das? Genau, warum tut er das? Warum springt er ins Leere? Guck
komm, das war jetzt aber, das war... Na gut. Ach, das heißt, die da oben leben ja auch wieder. Bäh. Schnauze. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht. Ja, spann du ruhig deinen Bogen. So, hier hoch. Und damit ich nicht gleich da oben wieder runterfalle, werde ich gleich etwas machen. Ja, schneller kommen. Das Stückchen kennen wir schon. Da oben hat sogar ein Fernsehen. 2 von 34 Templer. Na schön. Bin ich jetzt von der Mikrolautstärke besser zu hören? Oder immer noch zu leise? Trollsprung, Trollsprung, Trollsprung. Wir sehen nur den da. Hallo. Okay, jetzt haben wir doch einiges aufgedeckt. Wir haben hier hinten eine Bürgerrettung. Warum haben wir die nicht aufgedeckt? Das ist komisch. Warum ist der so in Eile? Warum haben wir die nicht aufgedeckt, als wir in der Zitadelle waren? Das sind wohl schon. Oh, könntest du mal hier welche? Der Schwarze ist zumindest schon mal ein Ritter. Von hinten wird es nicht fair. Puisse le Seigneur me donner la force dont j'ai besoin. Autsch. Puisse le Seigneur me donner la force dont j'ai besoin. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Mamma mia. Jetzt kommst du her. So, Schnauze. Gut, dass ihr gerade vorbeikamt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ich schuld meine Vorfahren. Und da kommen die Partisanen angerannt. Ich bin froh, euch endlich zu treffen. Schön. Ich muss weg hier. Machen wir hier als nächstes Befragung. Und dann gehen wir hier nach da unten. Wilhelm von Montferrat hat eine Vision. Er sah einen Weg, unser Leid zu beenden. Ihm sollten wir folgen. Er wird uns zum Sieg führen. Der gefällt mir nicht mit seinem roten Helm. Wir sind zu barmherzig mit unseren Feinden. Mit einem Arm bekämpfen wir sie, aber der andere versucht sie zu umarmen. Was kann Gutes dabei herauskommen, wenn unser König nicht weiß, was er will? Aber Wilhelm weiß es, wenn ihr ihm nur zuhören würdet.
Erhebt euch, Freunde! Lasst euch nicht abschlachten, nur auf der Launen und Anwandlungen eines wankelmütigen Königs! Wir müssen auf Männer vertrauen, deren Gesinnung eisern ist! Auf Männer wie Wilhelm von Montferrat! Dass die Wachen das einfach zulassen? Ein merkwürdiger Mann. Ja, dein Kopf wird übrigens auch nicht viel besser. Der habe ich es gegeben. I told her. Ach, Pizza. Ich habe heute bloß einen Fisch mit Romanadensoße gehabt und dazu ein Brötchen Kartoffelsalat. Also Kantine ist gerade wieder ein bisschen, wo ich sagen muss, guck nicht so grimmig. So, geht der Herr auch in seinen Badelatsch mal irgendwo hin, wo ich ihn eine runterhauen kann? Laufen wir jetzt einmal im Kreis. Wirklich? Da kommt irgendeine Seitengasse oder sonst irgendwas. Was in Gottes Namen wollt ihr von mir? Nix. Du hast mich angeguckt. Also entweder geht hier gleich eine Seitengasse oder sowas und ich habe hier auf offener Straße einen. Big up, big up, big up, Mann, tu mich. Okay. Dann komm mal her hier. Au! Oh, okay, ich habe jetzt begriffen. Nur Schlagabtausch heißt es, glaube ich. Genug! Genug! Was wollt ihr denn? Gold? Ich habe hier etwas Gold. Nehmt es! Nehmt es und verschwindet! Ich bin nicht auf Gold aus. Nur auf eine Auskunft. Ich weiß nichts! Ihr kennt Wilhelm. Sagt mir, wo ich ihn sprechen kann. Das ist unmöglich! Er trifft sich mit dem König! Und wann wird er aufbrechen? Heute, aber das hilft euch nicht. Es wird wieder Streit geben und Wilhelm wird seinen Soldaten die Leviten lesen. So ist es immer. Richard schreit Wilhelm an, Wilhelm schreit seine Männer an. Er wird euch nicht empfangen. Ich sagte, dass ich mit ihm sprechen will. Nicht, dass er mich empfangen soll. Dann sind wir also fertig. Nicht ganz, fürchte ich. Etwas brauche ich noch von euch. Was denn? Euer Leben. Nee, das war mal ein anderer Abgang. So, jetzt wissen wir auch, wozu diese etwas robusteren Herren da sind. Die mischen sich in Schlägereien ein, wie so. Machen wir uns mal die Unterrettung da unten. Von Gott abgesendet. Und so straft er uns. Sendet Horden heidnischer Krieger. Nein, bitte gebt nicht einfach. Nur ein paar Fünf. Bitte. Lass mich in Ruhe. Maudit voleur, je te ferai trancher la main. Warum tut ihr das? Was habe ich getan? Diebstahl wird mit dem Tode bestraft. Mit doppelten. Wenn hast du irgendein Trainingsprogramm von Winterfall, dass du Fahrradfahren mäßig ja schon auf dem Also noch eine Wache, kommt doch einfach immer alle her. Immer das Gleiche. Ob diese Metallhosen bequem sind, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich dieses Rumgeschubse. Da gab es doch auch irgendwas. Da konnte ich dann auch irgendwie. Erwerblich!
lâche. Les flammes de l'enfer vont te dévorer. Tu vas me le payer cher. Gilt der mich auch noch in Französisch hat? Welche Taste war das? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas war. Mit welcher Taste konnte ich dieses Rumgeschubse hören? Mann. Ich denke, ich sollte euch danken. Aber denkt nicht, dass ich es nicht auch alleine geschafft hätte. Trotzdem habt ihr recht gehandelt. Ich werde versuchen, den Gefallen zurückzugeben. Das mag mir vorgefallen sein. Und dann mit dem Papa zusammen. Bruder oder was auch immer. Ja, weg hier. Geradeaus nach da hinten. Das sieht jetzt nach Zitadelle aus. Damit kann ich leben. Mit der Begrifflichkeit Zitadelle. Wendy sollte das Spiel ja vom Baustil her auch entgegenkommen, oder? Schön, dass er einen Rotkopf. Weg da. Er wird sich noch verletzen. Aufarbeiten. Wenn das passiert, werde ich nicht helfen. Boah! Ja, das hat mir wieder gar nichts gebracht. Genau, springen. So, könntest du bitte. Danke. Ja, das ist ein Fähnchen. Drei von 34. Gibt's hier bloß die Fähnchen? Das wäre auch nicht nett. YOLO! Boah. Na, hier nehmen wir kein YOLO mehr. Hallo. Ihr seid hier nicht erwünscht. Och, guck. Scheiße. Nein, du sollst nicht. Manchmal macht er Sachen, wenn wir sagen nein. Fähnchen war da. Boah, ich dachte gerade wieder, er springt wieder daneben, der Depp. Da. Oben. Okay. Anstatt einfach, nein, er muss hier um die Ecke hoch und da sind, ach du Scheiße, da sind noch ein paar mehr. Ihr habt hier nichts zu suchen. That's what she said. Heide, dafür wirst du sterben. Das ist nicht gut. Durchgemessen, das ist die Überlegung, wie kann man da hoch? Ja, das ist der Turm, wo wir hoch müssen. So nicht. Okay. Hüpf. Und hüpf. Da! Könntest du? Hm? Da hoch, da. Hör doch auf mit solchen Sachen. Könntest du da? Geht doch. Ich gehe hier bloß einmal im Kreis, um zu sehen, dass hier auch keine Fahne ist. Perfekt. Eine Wache? Warum baue ich so einen Aussichtsturm und habe dann keine Wache oben draußen, sondern da unten?
wo sie nicht mal aus den Zinnen über die Zinnen drüber gucken können. Auch wenn das Spiel alt ist, also das Meer hätten sie ein bisschen schöner gestalten können. Die Städte sind schön, unübersichtlich, aber das Meer ist... Bürgerrettung mitten in der Burg, Informanten, und da hätten wir da auch, okay, passt, perfekt. Hallo! Trotz. Sehe ich hier noch irgendwo ein Fähnchen? Na. Wo muss ich denn hin? Natürlich. Ja, weg da, weg, weg. Hab's eilig. Einer will wieder nerven könnten. Entschuldigung, Entschuldigung. Ihr Narr, ich hätte umkommen müssen. Der alte Mann wird noch weinen. Tut mir nichts, bitte. Aus dem Weg! Ich hab da eine schöne Doppelparade. Eigentlich nicht gut gemacht. Nein, das war eins zu früh. Aua. Bleib einfach liegen. Danke. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer. Ich werde ihnen davon erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Ja? Das ist ein böses Omen. Schnell weg, bevor die Wache kommt. Lasst mich weg hier, diese scheiß Omen. Könnt ihr ihn sehen? Hier darf nicht passieren. Nein, das Command gibt es immer noch nicht. Und es gibt es wohl auch nicht standardmäßig bei den Bots. Kartoffel, leider. So, als nächstes müssen wir aus der Festung wieder raus. Und dann haben wir hier so eine Rennherausforderung. Das heißt, wir müssen jetzt wieder die... Wo sind denn die Mönche da hinten? Die bringen uns doch sicherlich raus. Mein nicht, wenn ich... Es ist nicht weise, zu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Ja. Stellt euch wieder nochmal hin, dass ich... Danke. So. Geht doch. Oder wo führen die mich jetzt hin? Jungs, ich will raus. Er ist ein toter Mann, wenn er sich erneut hier zeigt. Ausgang. Hier ist ein Stau. Haltet eure Augen offen! Er wird bestimmt wiederkommen! Was soll ich hier? Einmal habt ihr ihn verloren! Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen! Was soll ich denn da? Ich möchte raus! Ich finde euch! Das schwöre ich! Ben, du kannst... Ich sehe ihn! Euch hol ich mir!
Oh nee. Oh, ein Fähnchen. Schön, ich hab ein Fähnchen bekommen. Wo kommt die denn alle her? Spartissel, du kannst, wenn mal zeigen, wie man Commands angibt. Ja, nein. So viel zum Thema, wir verschwinden einfach. Aber Ben kann das ja auch machen. Was ist mit dir, du Narr? Kannst du nicht siegen? Aua! Wir sind doch niemals bereit verloren! Ich schaff's immer noch nicht. Stell dich deinem göttlichen Urteil! Ja, kannst du jetzt gerne haben, wenn ich einen göttlichen Urteil... Ja, dann verschwinden wir so. Das heißt also, auf normalen Weg kommen wir hier nicht raus. Ups. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Kommt hier ein bisschen weiter. Okay, dann mache ich das geschwind. Gib mir eine Sekunde. So, das Command. Eine Sekunde. Command. Da. Add. Command. Und dann for everyone. Und Dollar Command 100. Ich sollte es vielleicht sehen. So, ist eingerichtet. Bitte einmal versuchen. Spartissel, du darfst einmal probieren. Okay, aber das zeigt nicht die Commands von Ankh-Bot selber. Also diese Minigames, die es da gibt und so weiter, zeigt er ja gar nicht an. Und dass es Quota und so weiter gibt. Wobei ich wahrscheinlich nicht erwähnen sollte, dass es Quotes gibt, weil sonst Shizuka und Vansei nichts anderes machen, als meine Dummheiten festzuhalten. Also sie langweilen sich dabei, weil ich ja nie was Dummes von mir gebe, aber sie würden, wenn ich täte. Oder so. Kann ich mal eine Beschreibung angeben? Okay, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber ja. Gibt es hier einen Trollsprung? Ja, hier gibt es einen Trollsprung. So. Badam. Er kann nicht bei Verstand sein. Ein Rennen. Ich freue mich. Wieder zurück, Alter, ihr. Ihr braucht immer jemanden, der eure Drecksarbeit verrichtet. Dieses Mal hat Al-Mualim nichts befohlen. Nur für mein eigenes Vergnügen bitte ich euch, einige Massia-Flaggen zu finden, die ich in Richards Viertel versteckt habe. Bitte kommt baldestmöglich zurück, denn ich habe etwas für euch. Das ist schön. Es sind wichtige Informationen. Aber dieses Mal versucht schneller zu sein. Eine Sekunde, Spartissel, ich muss... Wo gehen die... Wo? Ob er wohl einen Grund für seine Gibt es einen Taten Grund hat? Für diesen Unfug? Hä? Heide, dafür wirst du sterben! Wo? Ich sehe die Fahne nicht.
Bin ich blind? Am Boden. Mama mia. Geh weg. Nein. Ob er wohl einen Grund für seine Taten hat? Du kannst dich auch da hochziehen oder nicht? Also irgendwie heute ist mit der Steuerung nicht ganz so. Was tut dieser Mann denn? Tschüss, Mary. Einen wunderschönen Abend wünsche ich dir noch. Man muss ihn aufhalten, bevor er sich verletzt. Nein, bitte geht nicht ein. Boah, das wird eng, das wird eng. Eure Arbeit zwingt mich, meine Meinung über euch zu ändern, Alter hier. Hier ist alles, was ich über Wilhelm von Montferrat weiß. Er und Richard hatten eine Meinungsverschiedenheit, bevor der König gen Jaffa aufbrach. Seitdem bleibt Wilhelm in seiner Zitadelle, umgeben von seiner Armee. Glaubt ihr, dass ihr ihn in dieser beschützten Umgebung angreifen könnt? Wir werden es sehen, aber noch zweifle ich. Dann zweifle ich mal. Mit Minigames meine ich sowas wie... Moment. Mit den anderen Commands meine ich sowas wie... Wo sind die denn? Eigentlich... Da gibt's doch so Boss und bla bla bla, also gibt's alle möglichen Dinger. Und Quota-Commands und sonstiges. So, dahin. Warum der heißt jetzt nicht funktioniert, verstehe ich nicht ganz. Wahrscheinlich muss ich einen Betrag angeben. Ja, lass mich in Ruhe. Friede sei mit euch, Bruder. Obwohl mir selbst kein Frieden vergönnt ist. Geschieht mir recht, schätze ich. Ich war zu tollkühn und Wilhelm hat seine Bogenschützen entsandt. Ich würde mich ihrer selbst annehmen, aber ich habe nicht euer Geschick. Wäret ihr bereit, sie aufzuspüren und zu töten? Vielleicht kann ich euch von Nutzen sein, falls ihr mir helft. Aber seid vorsichtig und lasst euch nicht sehen. Eliminieren Sie heimlich alle Bogenschützen und melden Sie sich beim Informanten, ohne entdeckt zu werden. Die Beschreibung einfach, okay, dann kommt es in die Beschreibung. Diese Männer führen das Böse in ihren Herzen. Und so steht Richard, unser König und Retter. Bewegung. Wenn er sich verletzt, werde ich ihm nicht helfen. Und beschützt uns vor ihrer Arglist. Wo sind die denn? Ach, da drüben. Natürlich bin ich auf der falschen Seite. Es ist ein Assassine! Fehlgeschlagen, genau, weil er mich gesehen hat, der Pepp. Wow! 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 Oh, Scheiße. Genau, genau! Oh, ich lasse mir aber schon viel trinken. Na. Das ist überhaupt nicht schwer. Wird deine Strafe nicht entkommen. Stell dich deinem göttlichen Urteil.
Tür. In die Rache Gottes! Ja, so ist es. Verteidigt! Du wirst deine Strafe nicht entkommen! Höre den Zorn Gottes! Hilfe! Hilfe! So, das Ganze nochmal so kommen. Wir werden noch einen Fail Van und Fail Shizuka einfügen. Ihr dürft nicht hier sein. Geht, bevor wir Gewalt anwenden müssen. Ey, das gibt's doch nicht. Boah. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Unterstützen! Bestellt euren Acker! Helft den Verwundeten! Betet für jene, die ihr Leben für unseren Gott geopfert haben! Jeder muss das Seinige tun! Was ist geschehen? Die Sarazenen werden von uns ausgemacht! Ich habe Hunger, nur ein paar Minuten! Ich sehe euch an! Dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um! Meine Familie! Nun sehen Sie sich! Nach hinten fahren, nach hinten, nach. Danke. Wer ist dafür verantwortlich? Wo sind die anderen? Hui! Das war Glück, dass der gerade nicht in meine Richtung geguckt hat. Ich unterschätze im Verhältnis zum Minimum. Das dürfte wahrscheinlich der da oben sein. Geduld. Hui! Damit hätten wir das auch geschafft. Du darfst. Was fehlt Ihnen denn nur? Nichts, gar nichts. Ganz normal. Einfach weitergehen. Einfach ignorieren. Fürchtet euch nicht. Furcht und Zweifel sind die Waffen unserer Feinde. Hört nicht auf ihre Lügen. Hab Dank, Altair. Jetzt kann ich mich wieder frei umherbewegen. Nehmt diese Karte, die ich angefertigt habe. Sie zeigt euch, wo Wilhelm weitere Bogenschützen postiert hat. Sehr hilfreich, wenn ihr erst in seiner Festung seid. Wilhelms Bogenschützen zeigt. Achso, okay. Da haben wir hier auch gleich einen Aussichtsturm. Möge der Weg auch steinig und der Prüfungen viele sein. Wisset, dass Gott über euch wacht. Seine Hand wird unsere tapferen Recken zum Sieg führen. Zuerst den Er kann nicht bei Verstand sein. Ja, oh, ich wollte gerade runterspringen. Schande über Saladin. Schande über sein ganzes Volk. Wir kamen in Frieden in das heilige Land. Um die Botschaft und denn so ein Doch sie wendeten sich ab. Weigerten sich, ihn als ihren Erlöser zu erkennen. Diese Männer führen das Böse in ihren Herzen. Und so stirbt es. Du wirst bluten. Ja. Okay, da ist hinüber. Niemand, der ist da ausgerutscht. Mr. Monkolos, einen wunderschönen guten Abend. Gut ins Wochenende gekommen.
Die sind stationär positioniert, die bewegen sich nicht. Das ist so à la britische Könighausmache. Die bewegt sich einfach nicht. Oh, ein Fähnchen. Wo ist der Kerl, der das zu verantworten hat? Er ist ein Assassine! Damit kommt ihr nicht davon! Oh ne! So verkriecht ihr euch! Text von 34. Hallo. Verdammt, er ist entfleucht. Ja, entfleucht. Kreuchet davon. Machen wir hier die Bürgerrettung als nächstes. Oh, eine Fahne, die holen wir uns vor, ne? Diebstahl wird mit dem Tode bestraft. Reicht das? Nein, reicht nicht. Dr. Winter, einen wunderschönen guten Abend. Gut ins Wochenende gekommen. Tu paieras cher pour tes crimes. Hilfe! Kann mir denn keiner helfen? Diebstahl wird mit dem Tode bestraft. Hier dürft ihr euch nicht aufhalten. Ja, ich habe heute einen kurzen Tag gegönnt. Ich habe heute bloß die 6 Stunden gemacht und danach gesagt, leck mich am Arsch. Hat er allerdings auch eine Ausrede, heute kam der Heizungstyp. Aus dem Weg! Und ja, ich spiel. Ja. Ich hab's lange nicht. Und dann. Ja, ich guck bei Mr. Bottomtoes zu. Ein anderes Spielkollege, bei dem auch gerne mal reinschauen, der ist da schon ein bisschen weiter, der hat die ganzen Teile schon durchgespielt. Ja. Und eigentlich wollte ich Ubisoft nach ihrem Anno, Anno-Desaster nicht mehr so unterstützen, aber es hat mir so Spaß gemacht, bei ihm zuzugucken, das Spiel, haben gedacht, das muss ich auch ausprobieren. Ja, lass mich mal weg hier, da kommt eine Waffe. Danke. Und haben wir gedacht, bevor ich jetzt mit dem neuesten Teil anfange, weil das ja doch auch eine Story ist, teilweise, die sie aufeinander aufbaut, möchte ich alle Teile durchspielen, wobei ich schon die Einschränkung habe, diese 2D-Jump-and-Wandringer. Die werde ich mir wahrscheinlich nicht antun, weil ich und Jump-and-Run ist, nein. Also es sind keine richtigen Jump-and-Run, aber diese 2D-Ansichten... war nie meins. Deswegen. Ich hab doch nichts getan, seltsam. Warum tut er das nur? So ermutigt ihr nichts. Bitte. Haltet euch fern von mir. Wir sollten nicht so kämpfen. Ich bin kein Meuchel, ich bin ein Selbstverteidiger. Wenn ich meine, ihr Anno 2000 und ein paar zerquetschte. Der letzte Anno-Teil. Der zwar grafisch sehr schön ist und von der Spieltechnik auch nicht schlecht, aber mit dem. Aber halt so gar nichts mit dem Original-Anno zu tun hat. Was er einfach. Also, es ist im Prinzip. Naja. Hätten sie dem Spiel einen anderen Titel gegeben, wäre es wahrscheinlich okay gewesen, aber sie wollten ja unbedingt das Franchise damit missbrauchen. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer. Ich werde ihnen davon erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Dies sind wirklich düstere Tage. Turm. Bringen werden nicht solche Sachen bei, weil der kommt dann auf die Idee zu sagen, okay, nicht random user, sondern Hörner-Eis. Dann bekomme ich in meinem eigenen Chat einen Timer. Nicht noch eine? Also nicht, dass es gehen würde.
Mag, könntest du da. Genau. Oh nein. Nein. Nee, wir haben andere Spielchen, wo man sich dran vergnügen kann. Also wie gesagt, und ich habe dummerweise beim ersten Stream gefragt, ob ich ein 100% dran machen soll. Mit dem Ergebnis, dass Kaya-Line und Shizuka sich recht schnell einig waren, yeah. Das heißt, ich muss oder werde dürfen alle Fahnen suchen und so. Wobei ich mir auch erlaubt habe, dann hinzuzufügen, weil das haben sie zum Glück vergessen zu sagen, dass ich. Das sieht komisch aus. Ob er einen Grund dafür hat? War einfach geradeaus hoch, da ist doch ein Stein. Hallo. Warum kannst du da. Dass wenn ich zu lange brauche, weil es ist ja irgendwann langweilig, wenn ich bloß von A nach B renne, ich mir eine Map nehmen werde, wo die ganzen Dinger eingezeichnet sind, die ich noch suchen sollte. Weil ich kann mir vorstellen, nach einer gewissen Zeit wird es nicht nur mir langweilig, sondern euch ja auch. Nein, Spartesel. Wir können einen random Nüsseabzug machen oder sowas. Wo steckt der hin? Nicht zu 100% erforscht, sondern es gibt ja diese Fahnen und die Templer, die hier irgendwo sind, wo man töten muss. Und wie gesagt, ich habe dummerweise gefragt, ob ich 100% dran machen soll. Na, lass mich weg. Und natürlich haben Kaya-Line und Shizuka sofort gesagt, ja. Yeah. Informanten-Herausforderung. Aus meinen Augen mit euch. Wo ist der? Ach, da. Hört mir zu, Alter hier. Wilhelm von Montferrat hat viele redliche Händler in diesem Bezirk durch Männer ersetzt, die ihm treu ergeben sind. Er will das Vertrauen in König Richard schmälern, indem er den Bürgern schlechte Waren zu überhöhten Preisen verkauft. Diese Händler müssen entfernt werden. Findet ihre Stände und zerstört sie. Ach, das wieder. Das habe ich doch beim letzten Mal schon nicht begriffen, wie das gehen soll. Weil du darfst ja hier irgendwie keine Zivilisten oder sowas. Kann ich den greifen? Nein. Okay, diese. Doch keine unschuldigen Zivilisten, aber wie denn dann? Wilhelms Pläne wurden noch nicht durchkreuzt. Kehrt zurück, wenn ihr sie vereitelt habt. Nein! Tötet mich einfach, nein! Moment, das können wir auch schon. Komm zurück! Ja! Wurden sie entdeckt? Stoßen sie die Leute aus dem Weg? Ich habe alles, was ihr braucht. So. Nächster Versuch. Ich weiß echt nicht, wie soll ich die zerstören? Hört mir zu, Alter hier. Ja, Wilhelm von Montferrat hat viele redliche Händler in diesem Bezirk durch Männer ersetzt, die ihm treu ergeben sind.
Er will das Vertrauen in König Richard schmälern, indem er den Bürgern schlechte Waren zu überhöhten Preisen verkauft. Diese Händler müssen entfernt werden. Findet ihre Stände und zerstört sie. Ich verstehe es immer noch nicht. Wie? Ich bin arm, krank und hungrig. Geh weg. Weg. Oh, nein, Fort, bitte Mensch. Geht nicht einfach. Nur ein paar Münzen, bitte. Strecke dich nieder. Dafür wirst du zahlen. Ihr seid erledigt. Geht auf. Hier eine Fahne. Wo kommen die jetzt alle her? Höre den Zorn Gottes! Ich hab für sowas keine Zeit, Jungs. Können wir uns jetzt langsam Richtung dem sein? Ja. Welcher Stand ist denn das hier? Da, Hammond, da Hammond, da Hammond, da Hammond. Nein, 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 nein. So, und jetzt. Aua. So. Ja, Entschuldigung. Danke für eure Hilfe, Altair. Für euch war es keine große Sache, aber wichtig war sie allemal. Dieses Pergament wird euch helfen, wenn ihr Wilhelm entgegentretet. Bis gleich, Van. Die Mission hasse ich und ich habe da ein Fähnchen gesehen. Wo war denn das Fähnchen? Das war, glaube ich, hier oben irgendwo. Hab doch hier da drüben. Habt ihr so etwas schon einmal gesehen? Ich nicht. Ja, dann zängst du da oder was? Was denkt sich dieser Hallo? Mann nur? Nicht ausruhen, Bändchen holen. Warum würde jemand so etwas tun? Da muss ich wohl von oben ran. Oh, da ist noch ein Fähnchen. Du bist ein Damen 9 von 34. Ja, Pfeil halt schneller um. War Kamera. Pardon. Wo ist der Kerl, der das zu verantworten hat? Und 10 von 34. Wo müssen wir als nächstes hin? Gucken wir erstmal. Aussichtsturm. Da. Wer da? Ihr dürft nicht hier sein. Geht. Ich brauche Essen. Ich habe Hunger. Nur ein paar Münzen. Ich flehe euch an. Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch um Hunger. Mein Markt, deine Münzen. Er muss den Verstand verloren haben. Nein, ich wollte bloß der Bettlerin entkommen. Also heute habe ich es mit dem Klettern nicht so wirklich drauf. Beim letzten Mal war das auch nicht viel besser.
Und ich bin bloß gemutet, dass sie nicht hört, dass ich jetzt gleich wieder sage, Rhea, es ist dunkel, schlafen gehen. Einen wunderschönen guten Abend, Rhea. Viel Spaß bei Shadowrun. Beneide ich ja ein bisschen drum. Kommt nicht näher. Wo kommt der her? Ihr dürft nicht hier sein. Geht, bevor wir Gewalt anwenden müssen. Um das Shadowrun Play. Und freut mich, dass du mich dafür ausgewählt hast, meine Hackfresse. So, damit hätten wir das auch schon fast alles. Hier haben wir noch eine Bürgerrettung, dann gehen wir hier hin, Bürgerrettung, dann gehen wir dahin und dann ab zum Büro. Ich mache gerade sozusagen quasi Büroarbeit. Entschuldigung. Ups. Du ein seltsamer Kauz. Syndicate? Ja, gut, das war der erste Teil, da haben sie noch viele Fehler gemacht. Ich flehe euch an, Herr. Ich bin es wird besser, ich weiß. Hey, auch grafisch und so weiter wird es ja besser. Nein, bitte geh mal nicht einfach nur ein Wobei ich mir auch schon hab sagen lassen, dass ein Teil dazwischen irgendwie nicht ganz so berauschend geworden ist. Aber auf das Schiff gefahren bei Black Flag und so weiter freue ich mich schon. Ich denke, ich sollte euch danken. Aber denkt nicht, dass ich es nicht auch alleine aber ja, auch Syndicate wird es geben. Also wie gesagt, alle Teile, alle 6, 7, 8, ich werde versuchen, den Gefallen zurückzugeben. Werde ich versuchen durchzuspielen. Ja, lass die. Ich hoffe bloß die Kameraführung wird dann irgendwann mal intelligenter. Was das, dieses den ersten Teil sozusagen besonders gemacht hat, soweit ich weiß, war es der erste Teil, der so eine Art von Weise von Nahkampf ermöglicht hat. Also die Mechanik war relativ neu damals. Vor meinen Augen zu stehlen, das kostet euch euren Hals. Haltet ein! Oh! Das wird dich lehren zu stehlen. Hallo. Du dreckiger Dieb. Dafür hat ich. Und tschüss. Falsch gemacht. Sagt es mir doch. Wir müssen da hoch, wir müssen da hoch, wir müssen da hoch. Das tut weh. Behaltet doch ein. Was habe ich denn falsch gemacht? Nichts. Haltet mir doch. Haltet ein, bitte. Ihr tut mir weh. Dieb. Das wird dich lehren. Oh, da ist ein Fähnchen. Gleich da unten. Ihr wagt es vor meinen Augen zu stehlen? Das kostet euch euren Hals. Will mir denn niemand helfen? Und da hinten ist noch eins. Kann ich mir das merken? Ihr wagt es vor meinen Augen zu stehlen? Das kostet euch euren Hals. Okay, hinter dem. Okay. Ein, bitte, ihr tut mir weh. Hallo. Dafür hackt ihr die Hände ab. Ihr wagt es vor meinen Augen zu stehlen? Das kostet euch euren Hals. Versucht es. Merkulär, du rockst den Vitus. Schau mit den Kippen. Die Gegner sind auch das, was ich richtig gesehen habe, das Gegnersystem haben sie geändert und so. Man levelt, ja, es hat ein Level-System, also sie haben ein bisschen mehr AP in den neueren Teilen auch eingebaut. Was hier ja auch so ein bisschen fehlt. Nicht abhauen, kommst du wieder her?
So, die fahren hier mal schön gut mit. Aua. So ist es. Gut, dass ihr gerade vorbeikamt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ich schuld. Wer würde so etwas Verwerfliches tun? Wo sind die hergekommen? Die sind aus der Mauer gespawnt. Jetzt sind sie mir unheimlich, die Typen. Was ist hier passiert? Zum Glück sind die auf meiner Seite. So, das Fähnchen. YOLO! Er reagiert auch ab und zu ein bisschen träge auf dieses Fallen lassen. Aber das ist immer ein bisschen 13 von 34. Weil wir gleich da sind, machen wir erst die Bürgerrettung, dann die Informationsherausforderung. Müsste aber eigentlich dann auch die letzte Zwischenmission sein. Dieb! Das wird dich lehren zu stehlen! Was ist los? Bitte! Hier endet dein Leben! Bleib einfach liegen! Ich hab die gerade die spannendsten Gefechte ganzen Spiels verpasst, weil die Mauer im Weg war. Entschuldigung, Madame, ich muss mal durch sie durchglitschen. So, Gott sei Dank, ihr habt mich gerettet! Die Stadt wird von eurem Opfer erfahren! Danke! Und die spawnen auch aus der Mauer. Auf der Mauer. Gott. Drei Herausforderungen, drei Nebenquests fehlen noch. Okay. Hä? Ja, was für eine Auftrag ist es denn eigentlich? Informantenherausforderung, natürlich. Natürlich. Da ist auch schon. Ich glaube, kommt Obschick, wenn ich direkt zwischen den landen würde. Was war denn da? Tut er das? Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. Sind das Bananen? Oder Datteln? Man weiß es nicht. Oh, guck mal. Bon sang, qu'est-ce qu'il lui prend? So wie der gerade an der Mauer hängt, erinnert mich einfach an Hotshots. Bei Gott, tötet mich nicht. Ah, ihr seid es, alter ihr. Ihr habt mich erschreckt. Richards Männer verfolgen mich, zwei an der Zahl. Ich versuchte einen Handel mit ihnen zu schließen, als ich bemerkte, dass sie mit mir spielten. Ich konnte aber fliehen. Könnt ihr ein Todesengel für mich sein? Und deren Köpfe holen, bevor sie meine nehmen? Im Tausch werde ich euch von dem Handel erzählen. Okay. Dann machen wir mal einen auf, das, was wir sind, Auftragskiller. Wieder so ein Verrückter. Aua! Hoffentlich hält er sich von mir. Da sind sie. Und weg. Die sind irgendwie einfacher als die Bogenschützen. Da muss man bloß einfach mit dem Messer nageln. Wo rennt denn der hin? Warte mal. Bin ich, glaube ich, gerade komplett falsch abgebogen. Kurz ausruhen. Naja, nicht mit Wachen zusammenstoßen. Na toll, jetzt renne ich einmal komplett aus. Na gut, vielleicht findet man dann durch Zufall irgendwas, was ich bisher übersehen habe. Ich muss euch eine Lektion. Da oben ist eine Fahne. Seine Taten hat. Ciao. Ah. Er muss
Ambrus den Verstand verloren haben. Was denkt sich dieser Mann nur? Nichts. Habt ihr das gesehen? Ja, komm hoch da. Ich will doch nur die Fahne. Fahne. Fahne! Da haben wir fast die Hälfte von diesen Fähnchen. Sind bloß noch 3000, die mir dann fehlen. Noch einen und wir haben die Hälfte. Und wo ist jetzt dieser? Komm ich nicht näher. Oh. Hallo. Ganz ruhig. Schnell! Er hat jemanden umgebracht! Gnädige Seid erledigt! Gebt auf! Verliert die nicht! Könntest du mal bitte die Waffe wechseln? Moment mal, ich hab da gerade fehlgeschlagen, heißt ich muss neu machen, oder was? Oh, ich hab wieder ein Nest gefunden, wie schön. Je vais libérer ton âme. Je suis l'épée du Seigneur. Tots. Aua. Aua. Tu me fais peur dans le désordre. Nicht anfassen, ohne vor. Ich sagte nicht anfassen. Je vais libérer ton âme. Okay, der hat sich jetzt beim Stolpern das Ding gebrochen. Oh, nee, noch nicht. Aua! Sind aber hartnäckig, die Jungs. Aua! Nicht ohne vorher zu essen zu gehen. Ah, au. Au. Dass die dich die Finger weglassen können. Ja, der hat sich jetzt das Genick gebrochen, okay. Dann muss ich die Scheiße jetzt nochmal machen. Ich muss es tatsächlich nochmal machen. Ach nö. Ich hab sie doch getötet. Was wollt ihr denn mehr? Au, aua. Also. Was in Gottes Namen wollt ihr von mir? Und jetzt schnell. Ne. Das ist ein böses Omen. Bevor es jemand auffällt. Diesmal gleich hier abbiegen. Gib mir doch ein bisschen Geld, ein paar Münzen. Ah, das war zu auffällig, das war zu auffällig. Ach, Scheiße! Warum muss der jetzt springen? Einfach hinlaufen, Messer rein. Nein. Ja, ich weiß. Ich fange nochmal von vorne an. Hallo. Könntest du mal das Messer wegstecken? Ist das ein Schwert? Das wird die Wache nicht zulassen. Ah.
Das gefällt mir nicht, wenn jemand so sein Schwert. Was mag ihr? Was macht ihr denn? Ich bin. Es gibt als mich. Zu Diensten. Ja, nochmal, Bill. Schnell weg, diesmal ohne geschuckt zu werden. Und merke nicht aus vollem Sprint zu nehmen. Nee, lass mich doch mal rein. Und schnell weg. Endlich. Welche Erleichterung zu wissen, dass ich sicher bin. Danke, Meister. Ich versuchte, einen Handel mit den Wachen der Zitadelle zu machen, damit diese die Tore offen lassen, auch wenn der Alarm erklingt. Ich versagte. Also ist euer einziger Fluchtweg aus Richards Zitadelle die Festungsmauern herunter. Vergebt mir. Nein. Hey, das kann doch nicht alles für... Ich glaube, ich bin gerade betrogen worden. So, den Aussichtsturm haben wir noch. Wo ist denn da drüben die Kirche wahrscheinlich? Nein. Ja. Hallo. Wenn wir von hier springen, hält er sich fest. Perfekt. Vogel weg da. Der hängt heute ein bisschen ab. Okay, jetzt haben wir alle Aussicht. Ach, ich vergesse immer. Das eine ist jetzt der eine Balken, den ihr gerade gesehen habt, der nicht ausgefüllt habt. Also der linke ist der, dass ich jetzt zum Büro zurück muss. Und der zweite ist dann der eigentliche Hauptauftrag. Ich vergesse das immer. Ich wollte eigentlich die Leiter nehmen, aber so geht's natürlich auch. Jetzt. Den Weg eigentlich gut merken, weil das ist ja auch nachher der, den ich wieder nehmen muss, um zurückzukommen. Man kann auch daneben springen. Warum würde jemand so etwas tun? Weil ich zu dumm bin und dann sinken. Da. So, jetzt bin ich aber gleich mal wieder ein Tick ruhig. Moment, klären wir aus. Ne, falscher Knopf. Alter Ehr, was führt euch so bald wieder zu mir? Ich habe mich mit Wissen gewappnet, wie befohlen. Sprecht, und ich werde urteilen. Wilhelms Heer ist groß und viele nennen ihn ihren Herrn. Aber er hat auch Feinde. Er und König Richard sind sich nicht wohlgesonnen. Wohl wahr, sie standen sich nie nahe. Das gereicht mir zum Vorteil. Richards Besuch hat ihn erregt. Wenn der König aufbricht, zieht Wilhelm sich in die Festung zurück, um nachzudenken. Er wird abgelenkt sein. Genau dann schlage ich zu. Seid ihr dessen sicher? So sicher ich nur sein kann. Und wenn die Dinge sich ändern, passe ich mich an.
Dann gebe ich euch freie Hand. Beendet das Leben von Montferrat und befreit diese Stadt. Okay. Ich kehre zurück, wenn die Tat vollbracht ist. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Man sieht, dass der Balken ist voll. Genauso wie ich vermutet hatte. So, jetzt müssen wir wieder einen töten. Die Frage ist bloß, wie gehen wir rein? Ah, oh. Ach Gott, was macht er hier? Ja, da lache ich auch drüber. Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Nein, habe ich nicht Geld. Ich bin Schwabe, du bist vom Schwaben Geldschnurm. Schwind. Wo geht er hin? Ich lauf einmal mit Weiß. Ja, verdammt, der Narr hat wohl den Verstand verloren. Ich dachte schon wieder. Schert euch vor! Nö. Das ist die Frage. So richtige Informationen wie beim letzten Mal, dass ich da irgendwie auf den Brunnen und dann hoch oder sowas, gab es ja diesmal nicht. Warum hältst du nicht für... Fest, wollte ich sagen. Tausend Seelen, Wilhelm. Ich dachte, es wären Gefangene, die gegen unsere Männer eingetauscht werden sollten. Die Sarazenen hätten ihren Teil der Abmachung nicht eingehalten. Ihr wisst es. Ich tat euch einen Gefallen. Oh ja. Einen großen Gefallen, fürwahr. Jetzt sind unsere Feinde noch fester in ihrer Überzeugung und werden noch entschlossener kämpfen. Ich kenne unseren Feind. Er ist nicht gestärkt, sondern von Angst erfüllt. Sagt mir, wie kommt es, dass ihr unseren Feind so gut kennt? Ihr, der ihr das Schlachtfeld verlassen habt, um Ränke zu schmieden. Ich tat, was recht war, was billig war. Ihr habt geschworen, das Werk Gottes zu verrichten. Aber das sehe ich hier nicht. Nein, ich sehe einen Mann, der es mit Füßen tritt. Eure Worte sind höchst ungnädig, mein Lehnsherr. Ich hoffte, ich hätte mir inzwischen euer Vertrauen verdient. Ihr seid der Regent von Akron, Wilhelm, um in meinem Namen zu regieren. Wie viel mehr Vertrauen erwartet ihr? Wollt ihr vielleicht meine Krone? Ihr verfehlt den Sinn, aber das tut ihr ja immer. So gerne ich auch meine Zeit mit Wortgeplänkeln vergeuden würde, ich habe einen Krieg zu führen. Wir setzen das ein anderes Mal fort. Dann lasst euch nicht aufhalten, eure Hoheit. Ich fürchte, die neue Welt wird für Leute wie ihn keine Verwendung haben. Gebt Wort, dass ich mit den Truppen sprechen will. Wir müssen sicher sein, dass jeder seine Pflicht erfüllt. Warnt sie, dass jede Nachlässigkeit aufs Schwerste bestraft wird. Ich bin heute nämlich nicht zum Spaßen aufgelegt. Ja, mein Herr. Der Rest von euch, folgt mir. Jetzt sind die Wachen auch noch spitz.
Okay. Okay. Waren hier nicht irgendwo Mönchen? Nein, die waren drin. Das heißt, wir müssen über denselben Weg wieder rein, wie wir vorhin rein sind. Was fehlt Ihnen denn hier? Warum würde jemand so etwas tun? Schnauze. Oh, da ist ja noch einer. Ich glaube, ich mache hier erstmal einen Rundgang und mache hier alle platt. Ihr dürft nicht hier sein. Geht. Also Bogenschützen sind im Gefecht immer etwas nervig. Halt! Ihr dürft nicht... Da unten könnte ein Fähnchen sein, oder? Natürlich nicht. Euch fehlt es an Hingabe und Beharrung. Wir gehören das Ihnen! Spiel, die nicht erfüllt. Das endet am heutigen Tag. Ich lasse mich nicht weiter von Ihnen erniedrigen, ob ihr mir zustimmt oder nicht. Und das solltet ihr. Es ist eure Schuld. Ihr habt Schande über uns gebracht. Einen Schritt! Tötet ihn! Nee, das ist jetzt nicht ganz so gelaufen, wie ich gehofft hatte. Regelt die Festung ab! Lasst den Assassinen nicht fehlen, der kommt! Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ja, wow, wow. Aua! Okay, jetzt habe ich hier die ganze Festung versammelt langsam. Aua. Ja, das war zu spät. Ruht aus. Eure Ränke sind gescheitert. Was wisst ihr von meinen Plänen? Ich weiß, dass ihr Richard töten und Akon für euren Sohn Konrad gewinnen wollt. Für Konrad? Mein Sohn ist ein Taugenichts und kaum fähig, sein Heer zu führen, geschweige denn ein Reich. Und Richard? Der Orchanon ist nicht besser. Geblendet von seinem Glauben an ein Trugbild. Akon gebührt keinem von ihnen. Wem dann? Die Stadt gehört dem Volk. Ihr erdreistet euch, für das Volk zu sprechen? Ihr nehmt ihnen die Nahrung, schindet sie ohne Gnade, zwingt sie in den Frondienst für euch. Alles das geschah, um sie für die neue Welt vorzubereiten. Ich nehme ihnen die Nahrung? Nein. Ich nahm sie in Verwahrung, damit sie in schlechten Zeiten wohl rationiert werde. Schaut euch um. In meinem Bezirk gibt es keine Missetaten, außer denen, die von euresgleichen verübt werden. Und der Heeresdienst? Sie werden nicht für den Krieg ausgebildet. Wir lehren sie allein die Vorzüge von Ordnung und Disziplin. Das kann schwerlich Unrecht sein. Für wie ehrenhaft ihr eure Absichten auch halten mögt. Eure Taten sind grausam und müssen enden. Wir werden sehen, wie süß die Früchte eurer Arbeit sein werden.
Ihr befreit die Städte nicht, wie ihr glaubt, sondern ihr verdammt sie. Und am Ende tragt nur ihr die Schuld dafür. Ihr, der ihr von guten Absichten sprecht. Okay. Wird immer komischer. Oh, ich bin durch mit Die Frage ist, rennen oder kämpfen? Nicht anfassen. Bin die Rache Gottes! Rache des Teufels! Ein jener Gott! Ich höre den Thron Gottes! Schnauze! Ja, keine schwere Aufgabe. Ich denke, das ist keine schwere Aufgabe. Oh, die können ja auch kontern. Bleibt einfach liegen, genau. Ah, zu früh. Gib mir eine schwere Aufgabe. Gott ist mit mir, du Narr. Und nichts gegen den Teufel. Au. Wie bitte? Hört auf, mich anzutatschen. Ja, Schnauze. Könnt ihr mich mal ihn lassen? Oh, wie viele sind das noch? Aua. Ich habe irgendwie das Gefühl, durchkämpfen ist hier nicht, oder? Okay, langsam werden es weniger. Oh, der hat gekontert, ich sau. Nein. Aua. Der kann's nicht lassen. Bleib doch einfach liegen, genau. So, jetzt müssen wir hier irgendwie rauskommen. Einen wunderschönen guten Abend, Norwer. Wie geht's dir? Gut durch die Woche gekommen. Was macht die Uni? So, wie kommen wir hier vom Eis runter? Genau. Indem wir einfach spontan vor den Wachen runterkommen. Aua. Viel zu tun. Genießt die Studienzeit. Nicht anfassen. Oh, scheiße. Ich habe fast kein Leben mehr. Kannst nicht lassen.
Assassine! Tötet ihn! Sorry. Mir selbst geht's gut. Der Husten ist soweit besiegt. Die Stimme geht halbwegs wieder. Geht auch nicht lang. Von daher auch die Woche gut überstanden. Und ich kann hoffentlich wieder regelmäßiger streamen, nachdem der Keuchhusten, nein, Keuchhusten falsch ausgepackt, kein Keuchhusten, Reizhusten, der mich ja doch immer wieder ein bisschen so allrutsch so gelahmgelegt hat, dass ich gesagt habe, streamen macht keinen Sinn, weil ich kein Wort rauskriege. Erledigt! Na, fuck it! Haltet den Assassinen! Ach, Scheiße! Oh, der hat sich gar nicht bewegt diesmal. Auch nicht schlecht. Jetzt versteckst du dich, aber du wirst wieder auftauchen. Ein Assassine! Tötet ihn! Haltet ihn auf! Bald ist doch keine Lösung. Was? Wo? Welcher? Was? Ah, doch der. Oh, nein! Tötet den Assassine! Los! Nein. Ach, was? Warum? Hör auf. Ich hasse die Kamerasteuerung manchmal. Was ist passiert? Das ist, was Sven sagt. Was führt euch hier? Wilhelm von Montferrat ist tot und mit ihm seine Ränkespiele. Es war gut, Akon vor seinem Griff zu bewahren. Aber warum jetzt, wo die Kreuzfahrer mehr denn je zusammenhalten müssen? Er hätte warten können. Warten? Worauf? Dass Richard zurückkehrt und seine Intrigen entdeckt? Nein, es war die rechte Zeit für ihn zuzuschlagen. Seltsam. Ich war sicher, er wollte Akon für Konrad, aber er bestritt, dass dies sein Plan gewesen sei. Dem Wort einer Schlange, die auch im Sterben noch Gift produziert, ist nicht zu trauen. Ich sollte das mit Al-Mualem besprechen. Ja, mein Freund. Eilt nach Masyaf. Er wartet sicher sehnlichst auf euren Bericht. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So, damit hätten wir den nächsten Hauptkill. Wenn Ihnen die Messer ausgehen, füllen Sie Ihren Vorrat. Tretet vor, Altair. Berichtet von euren Fortschritten. Ich tat, wie mir geheißen. Gut, gut. Ich spüre, dass ihr mit den Gedanken woanders seid. Sprecht darüber.
Jeder, den zu töten ich geschickt wurde, spricht kryptische Worte zu mir. Jedes Mal komme ich zu euch, um Antworten zu finden. Jedes Mal erhalte ich nur weitere Rätsel von euch. Das muss enden. Wer seid ihr, dass ihr so mit mir sprecht? Ich bin es, der eure Aufträge ausführt. Wenn ihr das fortzusetzen gedenkt, so sprecht endlich frank und frei mit mir. Gemach, gemach, Junge. Dieser Ton gefällt mir nicht. Und ich mag eure Verwirrungen nicht. Ich bot eine Gelegenheit, eure verlorene Ehre wiederherzustellen. Nicht verloren. Genommen. Von euch. Und dann lasst ihr mich sie holen, wie ein gottverdammter Hund. Mich dünkt, ich werde einen anderen finden müssen. Schade. Ihr zeigt großes Potenzial. Hättet ihr einen anderen, hättet ihr ihn längst entsandt. Ihr sagtet, meine Fragen werden beantwortet, wenn ich nicht mehr danach fragen muss. Ich frage nicht mehr. Ich fordere, dass ihr mir sagt, wie diese Leute in Verbindung stehen. Ja, ihr habt recht. Diese Männer sind verbunden durch einen Blutschwur, ganz wie der unsere. Wer sind sie? Non nobis, Domine. Non nobis. Templer. Nun erkennt ihr das wahre Ausmaß von Robert de Sables Macht. All diese Männer, Statthalter, Heerführer. Sie alle haben ihm die Treue geschworen. Ihre Werke können nicht einzeln betrachtet werden, oder? Nur als Ganzes. Wonach streben sie? Eroberung. Sie wollen das Heilige Land nicht im Namen Christi, sondern für sich selbst. Was ist mit Richard? Salah al-Din? Jeder, der sich den Templern entgegenstellt, wird vernichtet. Seid versichert, dass sie Mittel und Wege haben. Dann muss man ihnen Einhalt gebieten. Daran arbeiten wir, Altair. Für eine Zukunft ohne solche Ränkespiele. Warum habt ihr mich belogen? Damit ihr den Schleier selbst lüftet. Wie immer geht das Wissen der Tat voraus. Selbst erworbenes Wissen ist besser als erlerntes. Im Übrigen hat euer Verhalten in letzter Zeit nicht eben Vertrauen erweckt. Verstehe. Altair, eure Mission ist unverändert. Nur eure Wahrnehmung der Umstände hat sich geändert. Und gewappnet mit diesem Wissen werde ich die übrigen Templer vielleicht besser verstehen. Sonst noch etwas, das ihr wissen wollt? Der Schatz, den Malik aus Salomons Tempel brachte. Robert schien ihn verzweifelt zurückhaben zu wollen. Altair, bei Zeiten wird euch alles klar werden. So wie euch die Rolle der Templer offenbar wurde, werdet ihr auch die Natur ihres Schatzes erkennen. Fürs Erste findet Trost darin, dass er nicht in ihren Händen ist, sondern in unseren. Wenn das euer Wunsch ist? So sei es. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen. Nehmt eure Waffe. Möge sie helfen, der Bruderschaft Ehre zu machen. Altair, bevor ihr geht... Ja? Woher wusstet ihr, dass ich euch nicht töte? Ehrlich gesagt, Meister, gar nicht. Ich habe meinem Glauben vertraut. Okay. Was können wir jetzt? Ja, der guckt seine Schuhe an, das ist schön. Rang 6, neue Waffe erhalten, extra Wurfmesser, sie können im Hof trainieren. Na toll. Die Wurfmesser, die ich bisher noch nie eingesetzt habe, weil ich so ein schlechter Schütze bin. Aber gut. Ach stimmt, ich wollte mal gucken, ob es jetzt vielleicht irgendwo Fähnchen gibt. Und gleich die Frage, sollen wir die nächste Mission auch noch machen oder Schluss für heute? Was sagt ihr? Habt ihr noch Lust auf eine Runde? Nee. Nein, diesmal kein Training. Ich werde da irgendwo hoch müssen. Irgendwo wird es ja hier noch Fahnen haben. Der verdammte Narr hat doch den Verstand verloren. Ich laufe eine Leiter hoch. Halt. Komm ich da? Nein. Werft eure Waffen nicht so unbesorgt. Für einen zweiten Wurf gibt es oft keine Gelegenheit. Wo könnte ich da noch im Glen klettern? Nein, da nicht, da nicht, da nicht, da nicht. Da nicht. Gehen wir einfach mal nach Jerusalem und machen die Mission noch.
diesmal direkt ins Bild, aber wir haben ja festgestellt, es bringt nichts im Umland. Klettern Sie auf hohe Gebäude, um die Umgebung aus der Vogelperspektive zu sehen. Hohe Gebäude. Was die auch nie aussprechen können. Wir dürfen jetzt in das Armenviertel. Okay. Friede sei mit dir, Malik. Wenn er doch nur auch mit dieser Stadt wäre. Womit belästigt ihr mich heute? Al-Mualam hat Majdadin dem Tode geweiht. Was könnt ihr mir über ihn sagen? Salah al-Dins Abwesenheit hat die Stadt ohne rechten Führer hinterlassen. Und Majid ad-Din hat sich selbst auserkoren, diese Lücke zu füllen. Durch Angst und Einschüchterung bekommt er, was er will. Er hat kein wirkliches Anrecht auf diese Position. Das wird heute enden. Ihr urteilt vorschnell. Es ist kein gewöhnlicher Sklaventreiber, über den wir reden. Er beherrscht Jerusalem und wird schwer bewacht. Ich schlage vor, ihr plant euren Angriff sorgfältig. Lernt eure Beute erst kennen. Mit eurer Hilfe werde ich das. Wo sollte ich mit der Suche beginnen? Was ist geschehen? Ihr bittet mich um meine Hilfe, anstatt sie einzufordern? Ich bin beeindruckt. So sprecht er. Wie ihr wünscht. So würde ich es machen. Zuerst sucht im Südwesten, nahe der Moschee. Danach wendet euch weiter gen Süden. Dort sind zwei Orte, die euch interessieren sollten. Die südliche Kirche ist der eine. Ein weiterer liegt in den Straßen bei einer Synagoge. Danke für euren Rat. Verderbt es nicht, Altair. Als wenn ich das je getan hätte. Malten wir da. So, auf zum ersten Aussichtspunkt. Hier sind ja auch wieder noch zigtausende von Flaggen, die wir sammeln müssen. Es lohnt sich im Prinzip nicht, weil die wieder respawnen, was auch noch so ein Punkt ist, wo ich eigentlich nicht mag bei Spielen. Hä? Da, okay. Greif zu! Nein, greif nicht zu, spring einfach in den Abgrund. Warum auch? Geht schnell! Na, nicht schnell, ich guck mich erstmal um. Ihr seid hier nicht erwünscht, Geld. Okay, da haben wir aber schon direkt recht viel. Ich würde sagen, wir gehen wieder mit dem Uhrzeigersinn. Hinfort! Wollt ihr das? Vorsicht jetzt! Ja, könntest du mir das, danke! Du hast mitgekämpft! Vielleicht weißt du es nicht, aber deine Niederlage ist eine Siegerverständung! Das Ausweichen klappt da noch nicht ganz so. Ah, shit. So viel Konter effektiver. Gott ist auf meiner Seite. Du hast nicht gewinnt. Ach, Mist, vergessen. Wie konnte das geschehen? Danke, mein Kinder. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held. Informant. Das sind wahrlich dunkle Tage.
Könnt ihr die Kamera bitte wieder normal werden, dass ich sehe, dass ich hier gegen eine Wand laufe? Das ist schön. Das sind wahrlich dunkle Tage. Was ist vorgefallen? Tod dem Ungläubigen! Geh mal runter. Der Herr ist mit uns! Nee, wo kommt der her? So, Informant. Ja. Alter, ihr, ich sollte einen Kontakt in der Nähe treffen, aber die Wachen haben mich im Auge. Sobald ich aufbreche, greifen sie an und schlagen mich in die Flucht. Ich bin nicht mehr der Krieger, der ich einst war. Wärt ihr bereit, mir sicheres Geleit zu geben? Na gut. Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Lauf mal schneller. Jetzt endet dein Leben. Bitte weitergehen. Weg da, Platz da, wichtige Person. Weg. Wo bist du hin? Genau an der Wache vorbei. Geh doch einfach da hoch. Ungläubiger stirbt! Natürlich! Schnauze! Auch die fassen an. Was ist denn der hier? MC Spartaner, was ist los? Warum das Setface? Geh weg. Fahne, das ist eine Fahne. Sie handeln gegen den Willen Gottes. Und dafür müssen sie zahlen. Wo immer sie reiten, hinterlassen sie eine Schneise des Leibes. Sie nennen es einen Kreuzzug. Ein Kreuzzug für was? Ungläubiger stirbt! Wo? Das wird nicht gut enden. Ja, für mich. Ich habe nicht gemordet, der wollte meinen Freund angreifen. Was hier wohl passiert ist? Gut, hier sollte ich sicher sein. Sie werden an einem heiligen Ort kein Blut vergießen. In dem Chaos konnte ich einer Wache dies hier entreißen. Vielleicht kann es euch helfen. Ist der jetzt echt verbuggt? Oh, ich dachte schon. Karte mit Positionen von Wachen von blablabla. Okay. Er wird sich verletzen. Und wenn das passiert, werde ich ihm nicht helfen. Und wir haben 19 von 100. Also ist ein Mörder in der Nähe. Oh, wie schrecklich. Wenn siehst du das, hast du davon. Ich habe ihn. Er ist hier. Ich sehe ihn. Wo ist er? Gehen wir zurück. Er ist entkommen, lasst uns gehen.
So, wo sind wir jetzt gelandet? Dann nehmen wir den Turm einfach gleich mit, wenn wir schon mal da sind. Er hat die Kraft gefunden, im Kampf für unsere glorreiche Kultur aufzustehen. Nicht Kirche, Entschuldigung, ich verbessere mich, Synagoge. Der englische König möchte uns vom Antlitz der Erde tilgen. Wir müssen widerstehen. Wir müssen zurückschlagen. Da. Ich stehe hier, um eine ein Fähnchen zu überbringen. Sollte Richard Jaffa einnehmen, ist er nicht mehr zu stoppen. Er wird dann gegen Jerusalem ziehen. Und noch ein Fähnchen. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er auf dieses Feld geht. Diese Stadt gehört uns, hat uns immer gehört. Und es ist unsere Pflicht, sie bis zum Tode zu verteidigen. Kreuzfahrer müssen besiegt werden. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht. Tschüss. Fahne. Und wir haben 20. Und die andere Fahne hätte ich aber auch dann. Fähnchen. Wie komme ich da hoch? Oh. Gegen Süden zieht der englische König mit seinem Heer. Nein. Was? Ey, Johannes! Gutes Schrecken! Hilfe! Dala Aldin reitet ihm entgegen, um diese barbarischen Taten zu stoppen. Ungläubige! Und tschüss! So, was haben wir hier? Da haben wir hier eine Bürgerrettung. Ich habe nichts verbrochen. Ich hab meinen Jazz auf der Olympus. Ich hab meinen Jazz auf der Olympus. Nein. Weg mit dir. Weg mit dir. Au, au, aua. Au, aua. Auf den Fuß gehauen, okay? Aber neu. Den Taschen, auch Taschendiebstahl, ich hasse es. Mir wohl passiert ist. So beruhigt euch doch. Ja, ich beruhig mich ja, wenn die Kamerasteuerung sich wieder beruhigt. Ich stehe hier, um eine Warnung zu überbringen. Sollte Richard Jaffa einnehmen, ist er nicht mehr. Die gucken mich an, guckt mal woanders hin. Nee, Spürchen. Habt ihr etwas zu sagen? Nein, habe ich nicht. Hört auf, mich anzugucken. Macht Platz! Was wollt ihr? Habt ihr den Befehl gesehen? Wir sollen das Gerüst für eine weitere Hinrichtung reparieren. Heute! Ja, es ist das an der westlichen Ecke von Salomons Tempel. Ich wollte soeben dorthin. So viele Tote. Wenn doch nur unser wahrer Herrscher zurückkehren und Gerechtigkeit in diese Stadt bringen würde. Ja, und dieser Tyrann Mashtadin nicht weiter herumstolzieren könnte. Wie? Wie nur konnte es so weit kommen? Alle, die als Statthalter Salahadins vorgesehen waren, haben ein frühes Ende gefunden. Und nun fällt diese Stellung an ihn, der einst nichts als der Schreiber des Emirs war. Welch ein Zufall. Würde mich nicht wundern, wenn er hinter diesen Unfällen steckte. Psch. Wenn die Wache uns hört, nimmt man uns als Verräter fest. Hingerichtet auf dem Gerüst, das wir selbst errichtet haben. Kommt. Gehen wir an die Arbeit. Na gut.
Er kann doch nicht wahr sein. Deswegen hast du dich zerstört. Da bin ich jetzt außerdem in der falschen Ecke gestanden und schwupps. Alles nur, weil die... Ja, Gott, könntest du bitte geradeaus? Ich glaube, ich habe da hinten gerade ein Fähnchen gesehen, ja. Wow. Ja. Nein! 23 Fähnchen. Was tut er denn? Wie seltsam. Könntest du? Oh ja, Karte mit der genauen Position der Hinrichtungsstätte, okay. Ah, wenn wir hier schon mal sind, dann nehmen wir den auch noch gleich mit. Hilfe! Bitte helft! Herr von aller Bau! Lass mich gehen! Ich hab noch drei, ja? Ach, schade. Doch, ich will es. Dein Leben ist perfekt. Ja, wir gehen das jetzt einfach ein bisschen proaktiv an, diese Fechte. Ja, auf, auf. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Warum nicht ganz so lange? Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ich schulde euch meine Freiheit. Oh, was ist das? Oh, ein Fähnchen. Und noch ein Fähnchen. Läuft's aber. Und weil wir gerade hier sind, nehmen wir diese Brücke auch noch mit. Aus dem Stirbloser Heide! Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird mit eurer Tat erfahren. Der stirbt immer noch. Schnauze. Na. Na. Das war töricht. Komm hierher zurück! Komm raus, stell dich! Oh, 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 oh. Steht auf meiner Seite. So. Und wenn wir da sind, dann machen wir die. Dann gehen wir halt doch andersrum. Du mischst dich ein? Das ist sinnlos. Hier finde ich ihn nie. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen! Das wird euch das Leben kosten! Nichts, was ich nicht schon gesehen hätte. Lasst mich gehen! Ich habe nichts verbrochen! Hallo! Ungläubiger! Hier wirst du sterben! Ja, du willst sterben? So sei es! Oh! Entschuldigung, Madame! Entschuldigung! Oh, da ist ein Templer! Ui, wo kommt denn der her? Halten die anderen sich jetzt aus dem Gefecht raus oder aus dem Kampf raus oder was? Ah.
Bleib einfach fliegen, du. 14 von 60. Ich danke. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Geläuft. Hat dort. Also gut, wo bist du? Auf dem Dach, wo du mich nicht mehr siehst. Halt, falsche Richtung. Da lang. Ja, die Wachen sind jetzt ein bisschen unfair. Das ist ja eine Stelle, wo ich gar nicht hin kann. Jackson. Ihr seid hier nicht erwünscht, geht. So. Da sollten wir wahrscheinlich von hier rüber springen. Da ist hier wieder vorsichtig an der Wand entlang drücken, sonst fliegen wir wieder runter. Da geht's hoch. Auf den Turm ist ja meistens auch einer. Warum sag ich? Ich hole mir deinen Kopf! Hält auf! Er kann nicht fliegen! Zum Glück sind die Bogenschützen jetzt nicht so das Problem. Sehen wir hier noch ein Fähnchen? Nein. Bürgerrettung, dann darüber Bürgerrettung und so. Gott. Ja, hallo. Was denn? Entschuldigung, dass die Wachen da gerade nicht, also. Hallo. Versucht es. Ah, shit. Ja. Ich danke. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Hm? Der ist noch am Sterben und hier haben wir noch eine ähnliche Banken-Herausforderung. Hier drüben! Tötet ihn! Hallo. Hallo. Wo ist der Herr? Da ist der Herr Informant. Was wollen wir denn diesmal? Bitte keine Marktstände, bitte keine Marktstände, bitte keine Marktstände. Ihr wieder, Großmeister? Sicherheit und Frieden. Ich bin so froh, euch zu sehen. In diesen furchtbaren Zeiten fordern sie, dass ich mich beweise. Doch ich fühle mich so wertlos neben euch. Ich muss zwei von Majid Adins Leuten töten, aber ohne Kampf. Würdet ihr mir den Weg zeigen? Ich würde euch ewig dankbar sein und eine interessante Geschichte erzählen. Eliminieren Sie heimlich zwei Ziele. Okay. Wir wissen jetzt, wir dürfen dabei nicht auffallen. Das Problem ist, dass wir. Ja, ach komm, weg. Dieb! Elender! Nein, geht nicht! Und guckt wieder das an! Was soll's getan? Und schnell weg. Wo ist der andere? Also ja. Ah, shit.
so springen, nicht so springen, doch nicht so. Oh. Was? Wer hat das getan? Sag es mir. Keiner. Ihr seid der Beste, den der Clan je hatte. Hier ist meine Geschichte, Meister. Ich reinigte gerade die Tempeltreppen, als ich zwei Gelehrte hörte, die sagten, wie einfach es für sie wäre, durch die Soldaten zu marschieren, die den Hinrichtungsplatz bewachen. Stimmt den Zeitpunkt eures Eintritts genau ab, und sie bieten vielleicht eine willkommene Ablenkung der Wachen. Aber dank eurer Weisheit wusstet ihr das sicher bereits. Ja. Danke. Für nichts. Schleimer. Die Bürgerrettung, die da drüben war, nehmen wir gleich mit, natürlich. Lasst mich gehen! Halten, du fauler Schrien! Sucht es! Ich bin mir wohl in den Weg dürfen! Aua! 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 Wie kannst du glauben, wenn du nicht zu können? Was ist das? Oh. Ach Scheiße, zu spät gedrückt. Ja, zu früh gedrückt. Oh. Au, au. Ja, da hast du's ja. Mach mal drauf. Ja, okay, bei dem nicht zweimal drauf, komm beim zweiten Mal. Gut, dass ihr damit kommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ja, das Bettchen kennen wir schon. Das heißt, der nächste ist hier diese Aussicht. Was ist das? Hütet euch vor eurem Besten. Wie wir am besten zu kennen glauben. Oh, da mittendrin. Wie kommen wir da hoch? Ja. Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Eine milde Gabe. Bitte nur ein paar Goldstücke. Hältst du dich da fest, dass ich da... Nein? Nein. Tut nein, nicht. Ihr versteht es nicht. Ich habe nichts. Ist er verrückt? Nein, nur verzweifelt. Hä? Jemand vergisst. Mada, ja. Was zum... Was ich nicht schon gesehen hätte. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine Kleinigkeit. Bitte. Ich flehe euch an. Jetzt bin ich etwas dezent zu wird. Sich verletzen. Und wenn das passiert, werde ich ihn nicht verrückt. Hector. Jetzt bin ich gerade etwas verwirrt. Warum tut er das wohl? Alles kann. Wenn der mich nicht da... Verstehe ich, was er damit erreichen will. Nein, geht nicht. Und nur ein Vermögen. So ein Narr. Okay, so geht es. Ihr seid ja nicht erwünscht. Geht. Die kleine Kirche. Und zwei Bogenschützen. Oh. Die Feinde sind gerade so an mir vorbei. Was haben wir hier aufgedeckt? Okay, wieder eine Bürgerrettung und eine Befragung. Ah, Mist. Bleib doch drin. Bett. 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 Ich habe Besseres zu tun. Finde ich auch. Du hast Wache zu schieben und nicht harmlose Kletterer zu stalken. Ja, geh weg, geh weg. Es ist ein Kampf, um stark in unserem Glauben zu bleiben. Aber wir sind nur Menschen. Wir können schwanken. Wir können fallen. Mazdadim ist hier,
um uns selbst in diesem Fall auf den rechten Weg zurückzuführen. Hallo, ich bin da. Noch, ne? Na, oh, ein Tempel. Warum? Warum? Boah. Ja. Er hat gerade einfach einen Fokus verloren. Ne? Nicht anfassen, nicht anfassen. Nein, einfach liegen, du Stück Blech. Bürgerrettungen scheinen wir schon alle zu haben. Eine Befragung ist also das nächste. Eine milde Gabe. Bitte nur ein paar Goldstücke. Wer wirft damit Steine? Da nehm das! Ey, die Alte? Ich glaub, du spinnst. Hat die gerade echt mit Steinen nach mir geschmissen? Eine Frechheit ist das. Aua, 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 aua. Bitte. Warum macht der das? Halt! Ihr dürft hier nicht passieren. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Tschüss. Sie dem Gesetz zuwiderhandeln. Wie unwichtig es auch scheinen mag, müsst ihr sie melden. Eine kleine Schandtat. Haben wir jetzt so eine Panik? Morgen zu größeren Verbrechen. Passiert doch ständig, dass Menschen vom Dach fliegen. Tretet nur vor, damit er ihren Namen erfährt. Es ist keine Schande, Namen zu nennen, die Namen derer, die das Gesetz brechen. Ohne unseren Glauben sind wir nichts, ohne seine Regeln und seine Leitung. Diese zu missachten, heißt, den zu missachten, der uns alle leitet. Ein solches Verhalten kann nicht geduldet werden. Okay, dann gucken wir mal. Warum verschwindet ihr nicht und lasst mich in Ruhe? Aua! Genug. Ich atme noch. Also dürstet es euch nach mehr als nur meinem Leben. Was ist es? Kennt ihr Masht Adin gut? Besser als die meisten. Er scheint mir ein wenig zu rechtschaffen. Ist ihm das Gesetz wirklich so wichtig? Was glaubt ihr? Ich glaube, er verbirgt etwas. Und ihr werdet mir davon erzählen. Es ist ein Deckmantel. Männer wie wir. Wir sollen Angst verbreiten, den Leuten das Fürchten beibringen. Die, die er tötet, sind keine Verbrecher, aber gefährlich sind sie allemal. Gefährlich für wen? Für seine Pläne, ihre Pläne, ja. Er spricht von anderen, mit denen er zusammenarbeitet, für die er arbeitet, ich weiß es nicht. Aber sie brauchen diese Stadt. Sie zu kontrollieren bedeutet ihnen viel. Warum? Das müsst ihr ihn selbst fragen. Geht zu einer seiner Hinrichtungen. Dort ist er am gesprächigsten, wenn er sich ans Volk wendet. Die Hände voller Blut. Dann sind wir fertig. Danke.
regiert Jerusalem, indem er Angst verbreitet. Der hört sich jetzt mal, das ist jetzt mal einer, der sich wirklich unsympathisch anhört. Also nicht nur einfach Auftrag und töten, weil gesagt soll, der hört sich auch unsympathisch an. Die anderen, naja, wenn man die Zeit in Betracht zieht, naja, da geht's noch nicht lang. Lass mich ihn rufen. Geh, du Bauer, bevor ich mich vergesse. Ja, geht. Hinfort. Der war jetzt ein bisschen komisch. Wie komme ich da rüber? Ich glaube, von da unten ist am besten. Hey, stell dich fest, jawohl. Endlich macht er mal das, was er ihm sagt. Der verdammte Narr hat auch den Verstand verloren. Wir müssen standhalten. Wir müssen die Feinde auf jede erdenkliche Art bekämpfen. Wie geht's hier hoch? Wer nix? Ach, hier. Hinten zieht der englische König mit seinem Heer von Ungläubigen und hinterlässt eine Spur des Schreckens. Salah al-Din reitet ihm entgegen, um diese barbarischen Taten zu rächen. Na, hoch, da hoch, noch eins hoch und jetzt darüber, genau, weg Vögelchen. Kriegt der mir eigentlich hinterher? Habe ich den mal gefüttert? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich den Vogel mal gefüttert habe. Sehen wir irgendwo ein... da hinten ist eine Fahne. Da lang. Da ist eine Fahne. Hier ist aber erst eine Herausforderung. Kann ich mir die Fahne merken? Ich gehe mir erstmal die Fahne holen. Weil sonst vergesse ich die. Ja, aua! Müsste irgendwo. Warum macht er das? Warum fragen die Leute mich das ständig? War das die? Ja, das war die. Guck aber nochmal, war hier vielleicht noch irgendwo? Nein. Doch, da. Eine milde Gabe. Nee, du hättest dich diesmal nicht. Hä? Ja, so geht's auch. Boing, boing. Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld. Habt ihr das gesehen? Was haben wir denn? Entschuldigung. So, was willst du? Kein Markschaft. Verfluchte Schützen. Wir sollen einen von Maschadins Offizieren angreifen. Aber dazu müssen die Bogenschützen von den Dächern entfernt werden. Ich kann keinen Mann entbehren. Könnt ihr helfen? Sorgt nur dafür, dass ihr nicht gesehen werdet, sonst müsst ihr wieder von vorne beginnen. Dafür sorgen, dass ich nicht gesehen werde. Was tut dieser Narbe? Der englische König möchte uns vom Antlitz der Erde tilgen. Wir müssen widerstehen. Wir müssen guck mal in die Richtung. Dreht er sich natürlich erstmal in meine um. Gen Süden zieht der englische König mit seinem Heer von Ungläubigen und hinterlässt eine Spur des Schreckens. Salah al-Din reitet ihm entgegen, um diese barbarischen Taten zu rächen. Haltet ihn! Ach nee, wie? Gepriesen sei sein Name, mit uns sein werde. Ja,
Ja. Nächster Versuch. Wir wissen jetzt, wir dürfen nicht hoch, wenn er nur zur Seite guckt. Er wird Ärger verursachen. Also ist ein Mörder in der Nähe. Was hier wohl passiert ist? Geh. Glück gehabt. Wer hat gesehen, was hier geschah? Da ist ein Fähnchen, ist vor uns gleich mal. Nein, da komme ich nicht hin. Och, Menno. Geht und verlässt mich dann einen anderen. Das ist geschehen. Wer ist dafür verantwortlich? Nein. So, nochmal einmal komplett rumdrehen, bitte in die andere Richtung. Da ist noch ein Fähnchen. Da komme ich hin. Oder? Ja. Stopp. Stoppalopp. Und damit sind es 30, nur noch 70. Wo ist der letzte? Ist es der da? Warum tut er das wohl? Seht nur, was macht er da? Das ist der da oben, oder? Nein! Warum? Jetzt sehe ich ihn nicht. Bewegt er sich auch noch? Jetzt guckt er in meine Richtung. Nach da. Okay. Dann nicht da. Nein. Kannst du mal? Ich verstehe ihn manchmal nicht. Ich verstehe ihn einfach manchmal nicht. So ein komischer vom Leben. Er hat bei seiner Verteidigung verloren. Es war aber gut tragisch. Aber ich sage, ich beginne zu verstehen, was Al-Mualim an euch findet. Mich deucht, ihr seid wegen Mashtadin hier, ja? Dann interessiert euch vielleicht, dass er seine Gefangenen vor der Exekution gerne belehrt. Dabei kehrt er der Menge den Rücken zu. Das sollte der perfekte Moment sein, um zuzuschlagen. Nun, ich muss mich um meine Männer kümmern. Wir haben unsere eigenen Ziele zu erfüllen. Okay, das heißt also in der Menge untertauchen und dann, da haben wir noch einen Aussichtsturm. Das war doch die, wo mich vorhin mit Steinen beschmissen hat, die Gimmickur, oder? Ich habe solchen Hunger. Die macht das wieder, die macht das wieder. Die... Ich geb dir gleich. So ein Narr. So, Aussichtspunkt. Da wieder so eine Kirche. Nee. Ja. So, ganz an die Ecke. Nein. Ja, die Kirche ist ein bisschen verpackt. Ganz an die Ecke. Schert euch davon. Ja, andere Seite. Der Vogel wird immer zutraulicher. Geh,
ich mich vergesse. Damit hätten wir alle erledigt. Eine Mission ist noch offen und zwar hier. Belauschen ist einfach. Belauschen ist einfach. Das krieg sogar ich hin. Hoppla. Oh. Wo kommt denn der her? Schnauze. Autsch. Und jetzt bleib einfach liegen, wenn ich dir sage, dass wir stehen bleiben. Och nee. Aua. Es tut mir leid, Ahmad. Sie kamen ohne Vorwarnung. Mein Sohn? Sie haben meinen Sohn? Was wird mit ihm geschehen? Wir taten, was wir konnten. Was wird mit ihm geschehen? Er wird hingerichtet. Heute. Nein, das erlaube ich nicht. Aber was können wir tun? Majdadin nimmt keine Gnadengesuche entgegen. Mit Gottes Willen lässt sich nicht feilschen. Das ist nicht Gottes Wille. Es ist Wahnsinn. Ich werde selbst zu ihm gehen. Wo ist er? Er wird der Hinrichtung beiwohnen, sie sogar durchführen. Er genießt solche Schauspiele. Ein wahrlich böser Mann. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Gehen wir. Wird heute eine Hinrichtung, ja, gut, das haben wir eigentlich, also irgendwie dafür, dass es das letzte ist, kann ich mir jetzt bloß vorstellen, weil es jetzt so wenig Nebenquests und so weiter gab, auch wenig Bürgerbefreiung, kann ich mir jetzt nur vorstellen, dass gleich es verdammt schwer sein wird, den Typen zu killen. Habe ich irgendwie so ein bisschen den Verdacht gerade, das ist mir alles ein Tick zu einfach. Aber erstmal müssen wir sowieso Bericht werden, lass mich gut. Bericht abliefern. Na, kann man so machen, muss man aber nicht. Neben der Leiter. Oh. Habt ihr das gesehen? Er sollte aufhören, sich wie ein Kind zu benehmen. Ja, das war das Tor hier. Gerade springt er wieder in der Gegend umeinander, das ist nicht mehr förmlich. Ich muss nach da drüben. Ja. Mal gucken, was er diesmal zu dem Ganzen sagt. Aber der hat es ausnahmsweise verdient zu sterben. Was gibt es, Novize? Ich bin kein Novize. Der Wert eines Mannes wird von Taten definiert, nicht von Markierungen auf der Kleidung. Wir können streiten oder Al-Mualems Arbeit verrichten. Eure Entscheidung. Dann legt los! Jerusalems Regent Majd-Adin hält nicht weit von hier eine öffentliche Hinrichtung ab. Sie ist sicher gut bewacht. Aber ich weiß, was ich zu tun habe. Und deswegen bleibt ihr in meinen Augen ein Novize. Ihr wisst gar nichts. Ihr vermutet. Ihr müsst von Fehlern ausgehen. Vielleicht habt ihr etwas übersehen.
Antizipation, Altair. Wie oft muss ich es euch denn sagen? Wie ihr wünscht. Sind wir fertig? Nicht ganz. Es gibt noch etwas. Einer der Männer, die hingerichtet werden sollen, ist ein Bruder. Einer von uns. Al-Mualem wünscht, dass er gerettet wird. Kümmert euch nicht um die eigentliche Rettung. Meine Männer erledigen das. Aber ihr müsst sicherstellen, dass Majd Adin nicht sein Leben nimmt. Ich gebe ihm keine Chance. Das hoffe ich. Oh, okay, jetzt wissen wir, wo die Schwierigkeit liegt. Wir müssen den netten Herrn erwischen. Oh. Spule vor zu aktuellerem Gedächtnisabschnitt. Bevor den Typen da, wo die Absprache gerade. Ach, der hier. Im Westen vom Tempel Salomons. Okay. Dem soll ich verhindern mit der Rotaufgabe. Ruhe! Ich verlange Ruhe! Menschen von Jerusalem, hört mich an! Ich stehe hier heute und bringe euch eine Warnung. Es gibt Unzufriedene unter euch. Sie sehen die Saat des Unmutes und hoffen, euch auf den falschen Weg zu führen. Sagt mir, ist es das, was ihr wollt? Der Zopf des Verrats und der Sünde, ein Leben voller Angst. Wollen wir nicht? Niemals. Dann wollt ihr Taten sehen? Für uns. Eure Hingabe schmeichelt mir. Das Sündige muss geläutert werden. Nur so gibt es Hoffnung auf Erlösung. Das ist nicht gerecht. Und ihr steht nur feige herum, als Mittäter dieses Frevels. Okay. Seht ihr, wie die Bosheit eines Mannes sich auf die anderen ausbreitet? Sie wollten euch ängstigen und Zweifel säen. Aber ich bin hier, um euch zu beschützen. Hier haben wir vier sündige Seelen. Die Hure, der Dieb, der Spieler, der Ungläubige. Möge der Herr über sie alle richten. Party. Entnahm ab! Hure! Sie hat viele Namen, aber die Sünde bleibt dieselbe! Okay, das ist jetzt nicht ganz das, was ich wollte. Ja. Aber so geht's natürlich auch. Eigentlich hatte ich das Wurfmesser gehofft, dass das auch. Amen, Kaya! Ja.
Eure Arbeit ist nun beendet. Nein! Nein! Ich habe erst begonnen! Sagt, welche Rolle wurde euch zuteil? Wollt ihr euch auch verteidigen wie die anderen und eure Missetaten rechtfertigen? Die Bruderschaft wollte die Stadt. Ich wollte Macht. Es war eine Gelegenheit. Eine Gelegenheit, Unschuldige zu meucheln? Nicht unschuldig. Die Stimmen der Dissidenten schneiden wie eine Klinge. Sie stören die Ordnung. Darin stimme ich mit der Bruderschaft überein. Ihr habt Menschen getötet, nur weil sie anderer Meinung waren? Sicher nicht. Ich tötete sie, weil ich es konnte. Weil es mir Lust bereitete. Wisst ihr, wie es sich anfühlt, über das Schicksal anderer zu entscheiden? Und saht ihr, wie die Menge jubelte? Wie sie mich fürchteten? Ich war wie ein Gott! Ihr hättet dasselbe getan, wenn ihr gekonnt hättet. Diese Macht! Einmal vielleicht. Doch dann hätte ich erkannt, was mit denen passiert, die sich selbst über andere stellen. Und was ist das? Hier, lasst es mich euch zeigen. Der hat es jetzt mal wirklich verdient. Falls wir durchmetzeln. Autsch, das war nicht zu früh. Autsch. Wird gedrückt und bleiben wir ihm. So, muss ich denn hier jetzt irgendwie befreien oder einfach abhauen? Ich nehme einen einfach abhauen. Komm ich mal hoch? Ja, ich komm mal hoch. Da ist eine Leiter, nimm doch die Leiter. Oh, oh Fahne. Nein, nicht da runter. Oh. So, das soll wieder alles beruhigen und dann können wir weiter gucken. Nichts anderes erwartet. Ja, keine Ahnung. Wie war dein Tag? Bist gut ins Wochenende gekommen oder seid ihr gut ins Wochenende gekommen? Halt. Ja, du darfst da runter. Ich möchte da runter. Jerusalem braucht einen neuen Führer. Das hörte ich bereits. Was ist? Keine weisen Worte für mich? Sicher habe ich irgendwelche Fehler gemacht. Ihr habt getan, was ein Mann tun muss. Nicht mehr, nicht weniger.
Es besorgt mich, dass ihr für die bloße Pflichterfüllung Lob erwartet. Einfach alles scheint euch zu besorgen. Denkt darüber nach. Aber tut das auf dem Rückweg nach Masyaf. Euer Werk hier ist vollbracht. Über was soll ich nachdenken? Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Weihnachtsfeiern, na dann. Was gab's denn da? Schon fertig? Auf den. Was immer Sie sagen, Doc. Ich beende die Sitzung. Ich komme sofort. Sind Sie wirklich sicher? Ja. Nein, alles ist Denver. Ich weiß nicht, wie er. Natürlich. Ich verstehe. Sie haben eine Menge Ärger, Mr. Miles. Wo liegt sein Problem? Die kommen Sie holen. Wer kommt mich holen? Assassinen. Hey, ich hatte nichts damit zu tun. Klingt, als würden Sie eine Art Rettungsversuch starten. Schätze, Sie sind wichtiger, als Sie dachten. Mann, oh Mann, das wird ja immer noch abgefahrener hier. Das musste passieren. Wie meinen Sie das? Der Kampf, den Ihr Vorfahr während des dritten Kreuzzuges begann, er hat nie geendet. Und Sie werden von Templern festgehalten. Wittig ist ein Templer? Sie konnten es nicht wissen. Sie verbergen sich sehr gut. Aber um Ihre Frage zu beantworten, Wittig arbeitet für Sie. Wir alle. Abstergo ist Ihre Firma. Ich dachte, Templer wären alte Kerle mit komischen Hüten, die rumhocken, Bier trinken und Pläne schmieden, um mit Trollen und Zwergen die Weltherrschaft zu erringen. Nein. Außer dem Teil mit der Weltherrschaft, schätze ich... Sehen Sie, Desmond, es ist sehr kompliziert. Die Hälfte von dem, was man über die Templer sagt, stammt von verrückten Psychopathen, die Helme aus Alufolie tragen. Die andere Hälfte sind Halbwahrheiten, die Templer selbst in die Welt gesetzt haben. Aber Sie sind die bösen Jungs, oder? Wenn ich eins gelernt habe, seit ich hier arbeite, dann, dass es so etwas nicht gibt. Alles ist relativ. Wie kann ich es Ihnen am besten erklären? Was Sie wollen, ist gut. Aber die Art, wie Sie es umsetzen, ist böse. Wirklich böse. Was versuchen Sie denn zu tun? Lucy. Ja. Miss Dirnan, ich muss mit Ihnen reden. Kommen Sie hoch. Sofort. Bin unterwegs. Tut mir leid, Desmond. Ich muss gehen. Sie sollten sich zur Ruhe legen. Halt. Die Antwort auf all Ihre Fragen liegt direkt vor Ihnen. Sie müssen nur wissen, wo Sie gucken müssen. Ist es wieder so ein Hinweis? Und lasst mich doch mal endlich an den Laptop ran hier. Nö, immer noch nicht. Bitte, Desmond. Ich bekomme Ärger, wenn ich nicht gehe. Und ich kann nicht gehen, solange Sie nicht auf Ihrem Zimmer sind. Ich gehe ja schon. Irgendwas Neues? Nö. Kann ich wieder raus? Komme ich eigentlich da? Erst mal gucken. Passwort ist eingegeben, Zugriff gewährt. Willkommen, Lucy. So, Nancy Nillop, Fallakte 1394. Liebe Nancy, ich schreibe Ihnen, um mich wegen des Todes einer ehemaligen Angestellten zu erkundigen. Leer weiß, bla bla bla. Ach, das sind doch, sind das neue E-Mails oder sind das keine neuen? Gucken wir einfach.
Es tut mir leid, aber ich habe keine Rechte über die Angestellten der Umstände. Doch, nee, das ist immer noch das Alte. Er hat sich umgebracht. Irgendetwas mit einer Beziehung mit einem Jungen namens Neumann. Halten Sie sich aus Firmenangelegenheiten raus. Schluss damit. Mr. Wickin, ich hoffe, dass Sie mir vielleicht erklären können, warum auch 5 Jahre nach der Begebenheit niemand bereit zu sein scheint, mir zu sagen, was mit meiner Freundin passiert ist. Falls Sie befürchten, dass ich vertrauliche Informationen weitergeben würde, wenn Sie diese mit mir teilen, denke ich, dass meine bisherige Zeit in der Firma für Sie sprechen sollte. Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit. Herzlichst, Lucy Stirner. Okay. Komme ich an den Laptop? Komme ich an den Laptop? Kleinen Salat, dann gab es für mich Gänsekuchen. Oh, Tiramisu. Und Schokomus. Oh. Ben, du hast mit deiner Pizza leider verloren. Nee, hier scheine ich noch nicht reinzukommen. Legen wir uns noch mal auf den Ark. Ich habe sie schon vermisst, Doc. In den Animus. Lässt er mit sich reden? Okay. Warthog? Nein? Okay. Spielen Sie keine Spielchen, Mr. Miles. Hinlegen. Verschwenden Sie keine Zeit und fangen Sie an, Mr. Miles. Ist das schon der letzte? Nein. Wir gehen jetzt nur rein, um kurz zu hören, was der zu sagen hat. Da wird es einen Cliffhanger geben. Krugträger können leicht ihre Deckung verraten. Redet ein, Altair. Ich hoffe, ihr seid wohl ausgeruht. Bereit für die restlichen Aufgaben? Das bin ich. Aber zuerst möchte ich mit euch reden. Ich habe Fragen. Dann fragt. Ich werde so gut es geht antworten. Der Händlerkönig von Damaskus brachte die Adligen um, die die Stadt regierten. Mascht Adin in Jerusalem verbreitete Angst und Schrecken, um das Volk zu unterwerfen. Und mich dünkt, Wilhelm plante, Richard zu töten und Akkon mit seinen Mannen zu verteidigen. Diese Männer sollten ihre Führer unterstützen. Stattdessen betrogen sie sie. Was ich nicht verstehe, ist warum. Ist die Antwort nicht offensichtlich? Die Templer wollen an die Macht. Wie ihr wohl bemerkt habt, wollten sie alle ihre Städte im Namen der Templer unterwerfen, damit die Templer selbst im Heiligen Land herrschen. Und bald darüber hinaus. Aber sie können ihre Ziele nicht erreichen. Warum nicht? Ihre Pläne sind abhängig vom Schatz der Templer, dem Edensplitter. Und den haben wir. Und ohne den Schatz können sie nicht auf Erfolg hoffen. Was ist dieser Schatz? Es ist die Versuchung. Es ist nur ein Stück Silber. Seht es an. Was soll ich denn sehen? Dieses Stück Silber hat Adam und Eva verbannt, hat Dauben in Schlangen verwandelt, das Rote Meer geteilt. Eris nutzte es, den Trojanischen Krieg zu beginnen. Und mit ihm hat ein armer Zimmermann Wasser in Wein verwandelt. Er erscheint recht schlicht für all die Macht, die ihr ihm zuschreibt. Wie funktioniert er? Wer ihn besitzt, kontrolliert die Herzen und Geister all derer, die ihn ansehen. Die ihn kosten, wie man sagt. Und Garniers Männer? Ein Experiment. Kräuter, die ähnliche Effekte hervorrufen, um sie auf den großen Moment vorzubereiten. Talal versorgte sie. Tamir rüstete sie. Sie haben sich auf etwas vorbereitet. Aber was?
Krieg. Und die anderen, die Regenten der Städte, sie sollten ihr Volk versammeln, sie alle in Garniers Geschöpfe verwandeln. Die perfekten Bürger, perfekte Soldaten, eine perfekte Welt. Robert de Sable darf es niemals zurückbekommen. Solange er und seine Brüder leben, werden sie es versuchen. Dann müssen sie vernichtet werden. Das ist es, was ich euch auftrug. Es gibt zwei weitere Templer, die eurer Aufmerksamkeit bedürfen. Einer in Akkon, bekannt als Sibrand. Einer in Damaskus, genannt Jubair. Besucht unsere Verbindungsleute. Sie werden euch instruieren. Wie ihr wünscht. Und sputet euch. Zweifellos machen unsere vielen Erfolge Robert de Sable nervös. Seine Gefolgsleute werden alles daran setzen, euch zu entlarven. Sie wissen, dass ihr kommt. Der Mann im weißen Umhang. Sie werden euch suchen. Sie werden mich nicht finden. Ich bin nur ein Halm im Kornfeld. Hier, mein Geschenk an euch. Für die gute Arbeit, die ihr leistet. Was? Neue Fähigkeit erlernen. Verteidigung durchbrechen. Sie können im Hof trainieren. Okay, und ein neues Schwert, so wie er gerade rumgefuchtelt hat. Das sieht jetzt nach einem normalen Einhänder aus. Aber, sorry Kaya. Nach, wie lange haben wir jetzt gestreamt? 3,5 Stunden. Ich bin etwas müde. Deswegen sagte ich Cliffhanger. Der Rest kommt nächste Woche Freitag. Aber heute mache ich Feierabend. Guck noch kurz, wo wir euch hinhosten könnten. Ich denke zu dem Herrn, von dem ich den Anreiz. Wie müde gibt's nicht. Doch. Die Stimme sagt langsam 3,5 Stunden. Sorry, Kaya, aber mehr gibt's dann nächste Woche. Und ich habe ja auch noch genug zu tun mit den ganzen Fahnen, also keine Angst. Vielleicht schaffen wir es nächste Woche die Mission durchzuspielen, müssen wir mal gucken, aber 2 pro Runde habe ich ja gesagt und das passt ja auch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich für die Hosts, ich bedanke mich für die Follows. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, voraussichtlich nächster Stream ist am Montag, falls ich morgen oder übermorgen nicht spontan Lust bekommen sollte. Aber für heute war es das. Leider. 5. Gaia. Kannst ja das Video angucken. Das werde ich auch noch bei YouTube hochladen, die ganzen Folgen. Und meine Fails angucken. Und nächstes Mal siehst du dann viel, viel, viel mehr Fails. Nächste Woche Freitag. Verspreche ich dir. Kann ich dir fast garantieren. Wie gesagt, ich host euch jetzt weiter zu den lieben, netten Mr. Buttontooth. Ja, das war klar. Jetzt müssen wir noch einen Spartissel-Fail einfügen, weil das war auch gerade ein Fail vom Spartissel. Mr. Buttontooth ist genau dieser Herr, von dem ich es im Prinzip habe, das Durchspielen, oder die Idee ist durchzuspielen, also sozusagen abgeguckt. Er spielt gerade Mass Effect, glaube der dritte Teil. Lassen wir mal gucken. Ja, Teil 3. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, wir hören und sehen uns. Bis dann, tschüss.